Seit 1996 bietet Moviepark Germany seinen Besuchern unter dem Motto Hollywood in Germany Shows, Attraktionen und Events rund um das Thema Film. Auf einer Fläche von etwa 45 Hektar tauchen die Gäste in die Filmwelt ein und erleben in über 40 unterschiedlichen Attraktionen Spannung, Entertainment und Nervenkitzel. Dabei ist Deutschlands größter Film- und Freizeitpark für große und kleine Besucher ein besonderes Erlebnis und trägt seit 2006 die Auszeichnung Okay für Kids des TÜVs. Mit seinem Nickland, einem der größten Nick-Themenbereiche weltweit, ist der Park besonders für Familien geeignet. Dank des hauseigenen Reiseveranstalters Moviepark Holidays ist auch eine längere Anreise inklusive Übernachtung in verschiedenen Partnerhotels ein Kinderspiel. Moviepark ist Teil von Parques Reunidos, einem der weltweit führenden Betreiber von regionalen Freizeitparks mit einem gut diversifizierten Portfolio von mehr als 60 verschiedenen Anlagen, die sich über 12 Länder in Europa, Nordamerika, dem Nahen Osten und Australien verteilen. Mein Name ist Manuel Posutowicz. Ich bin mittlerweile schon seit 18 Jahren im Moviepark tätig. Ich habe damals schon hier angefangen, als es noch die Warner Bros. Movie World war. Und habe da schon die Looney Tunes Studio Tour moderiert. Insofern führt uns das irgendwie alles oder mich wieder zurück zu den Wurzeln mit diesem Projekt. Und ich bin hauptverantwortlich hier im Park für Marketing und Vertrieb. Und darüber hinaus bin ich auch als kreativer Kopf für die Weiterentwicklung des Parks, als sogenannter Director Brand Development verantwortlich für langfristige strategische Ausrichtung des Parks zusammen mit unserem Geschäftsführer, wo wir hinwollen und für alle großen Projekte, dass die auch matchen mit unserer Zielgruppe und mit allem, was wichtig ist, damit wir uns auch natürlich vom großen Wettbewerb, den es hier in Deutschland und auch in Europa gibt, separieren, wenn wir uns für Projekte dann entscheiden. Das ist immer ein ganz wichtiger Aspekt. Und man kann ja nicht von heute, und das kennen wir, ne, ja, bedingt durch unsere Historie, von heute auf morgen Projekte übers Knie brechen, sondern jetzt sind wir dank der Parques Reunidos-Gruppe wirklich auch in der Lage, langfristige Investitionen zu planen und umzusetzen. Und ich glaube, die letzten Jahre haben gezeigt, dass das dem Park ganz gut tut. Und deshalb freue ich mich, dass wir jetzt mit so einem Projekt, was wieder ein Leuchtturmprojekt für den Moviepark Germany wird, dass wir das jetzt so fortsetzen können. Und das wird sogar nach Star Trek, auch vom Investitionsvolumen, wird das ein noch größeres Projekt. Und ja, sehr, sehr spannendes Projekt auch. Es ist dem Park und mir auch als Kreativer des Parks ist es natürlich wichtig, dass wir, wenn wir über langfristige Visionen sprechen und auch über die DNA des Parks und was separiert uns vielleicht auch von anderen Freizeitparks, ist es ja immer das Thema Film gewesen. Und diese Attraktion vereint natürlich jetzt wirklich das, wo wir herkommen und das, wo wir auch hinwollen. Und Moviepark Studios, das soll jetzt eine Marke, ein Brand werden, was so ein bisschen übergestülpt wird über den Moviepark Germany, um auch diese Filmidentität noch deutlicher herauszustellen für das, was wir stehen und wo wir auch hinwollen. Und Moviepark Studios bietet sich natürlich hervorragend an als Brand, auch für viele andere Bereiche des Parks, soll sich dahingehend auch dann wirklich entwickeln, dass der Park ein großes Studiogelände ist, in dem es dann auch analog zu den großen Studios in den Vereinigten Staaten verschiedene Bereiche, verschiedene Sets gibt. Und die sind alle unter dem Dach der Moviepark Studios und auch die Horrorwood Studios sind schon ein Teil der Moviepark Studios. Also es gibt uns ganz, ganz viel Spielraum und Flexibilität, den Park weiterzuentwickeln, aber auch alte Dinge, alte Attraktionen, die wir im Park haben, unter diese Dachmarke zu implementieren. Im Jahr 2021 feiert Moviepark Germany sein 25-jähriges Bestehen und eröffnet mit der Moviepark Studio Tour eine neue Familienachterbahn. Die Moviepark Studio Tour ist ein sogenannter Multidimension Coaster der Firma Intamin. Und die Studio Tour somit eine Mischung aus Achterbahn, aber auch Dark Ride bzw. Themenfahrt. Warum hat man sich für so eine Attraktion als Neuheit entschieden? Das hat mehrere Gründe. Wir haben natürlich ganz oft, und das zeigt auch so ein bisschen der Erfolg der letzten Jahre, dass wir sehr viel auf unsere Gäste und auf unsere Besucher gehört haben. Das haben wir in der Vergangenheit leider nicht getan. Speziell auch die vorherigen Eigner haben das leider nicht getan. Und das ist ein
einer der wichtigsten Aspekte, die man nicht außer Acht lassen darf. Und wir machen ja wirklich seit vielen Jahren groß angelegte Umfragen, wo wir wirklich immer mehrere tausende Besucher befragen. Und dazu ergänzend machen wir auch noch qualitative Umfragen jedes Jahr, wo wir uns hier wirklich 100 Familien mit Kindern einladen, die wirklich in einem einstündigen Interview, wo wir wirklich ganz, ganz tief in die Materie einsteigen, was wünscht ihr euch, was vermisst ihr? Und all diesen Input, den wir da bekommen, den führen wir zusammen. Und die Essenz aus all diesen Dingen, die wir da erfahren über unsere Besucher, die versuchen wir dann zusammenzubringen mit den Needs, die wir für den Park sehen. Was sind die positiven Learnings, die wir in den letzten Jahren hatten? Und das wird alles miteinander verschmolzen. Und das Endergebnis war letztendlich wirklich die Kombination aus Dark Ride und Achterbahn. Also viele haben sich wirklich eine Familienachterbahn ohne Überschläge gewünscht. Dann hatten wir aber auch Teenager-Kids, die zur Familie immer noch zugehörig sind, 12 bis 14, 16, die dann gesagt haben, ja, ein Ride mit ein bisschen Action wäre cool. Und natürlich Dark Ride, das Thema kommt immer wieder. Und dann haben wir natürlich aus diesen Ergebnissen eine Tugend gemacht und haben gesagt, okay, lass uns das miteinander kombinieren. Außerdem bin ich sowieso ein ganz, ganz großer Fan von zum Beispiel der Mumie in den Vereinigten Staaten. Und der Ride hat mich schon immer fasziniert, weil das einfach eine ganz, ganz tolle ausbalancierte Symbiose ist aus diesen Dark Ride-Elementen und auch diese Coaster-Elemente. Und wenn wir mal anschauen, dass wir hier sogar die gleiche Tracklänge annähernd haben, dann kann man halt auch sehen, okay, wie viele Möglichkeiten man hat, auch auf dieser Fläche das umzusetzen. Und das hat uns alle auch ein bisschen inspiriert, plus natürlich dann auch dieses Thema Film, die Filmstudios. Und so ist es dann zustande gekommen, dass wir auf jeden Fall die Symbiose aus Dark Ride, Themenfahrt, da müssen wir auch mal ein bisschen aufpassen. Ich habe leider jetzt auch schon die Erfahrung gemacht, dass das Wort Dark Ride viele in die Irre führt, weil die denken, es ist dunkel. Also da muss man natürlich gucken, okay, wie auch marketingstrategisch ist eine Achterbahn eine Achterbahn. Wenn wir jetzt den Lost Temple nehmen als 360-Grad-Simulator-Fahrt, das Marketing strategisch gut ausgerichtet an den Gast zu bringen, ist wirklich eine enorme Herausforderung. Und eine Achterbahn ist eine Achterbahn, das versteht jeder. Und wenn wir das dann noch mit Themenfahrt kombinieren, dann haben wir auch marketingstrategisch die perfekte Symbiose, auch dem Gast wirklich ganz einfach zu erklären, was wir hier vor Ort haben und ihn neugierig zu machen und ihn dann letztendlich natürlich auch in den Park zu locken. Solche großen Projekte setzt man nicht spontan um. Wann ging die Planung los? Ungefähr tatsächlich schon vor mehr als 2 Jahren, weil wir ja schon wirklich oft überlegt haben, okay, renovieren wir die Ice Age Halle? Was machen wir mit Ice Age selber? Wo gehen wir mit der Lizenz hin? Dann ist ja letztendlich irgendwann auch 20th Century Fox von Disney übernommen worden. Das heißt, alle Verhandlungen, die wir bis dato hatten, es war die Idee da, dass wir alle Ice Age Filme, die bis dato im Kino liefen, dass die alle einzelne Sequenzen innerhalb des Rides bekommen. Also da gab es auch wirklich schon Pläne, wirklich final ausgearbeitete Pläne, das so umzusetzen. Das war dann aber obsolet in dem Moment. Und dann mussten wir uns natürlich auch was Neues überlegen. Und das durfte natürlich auch kein Lizenzthema sein, weil es sonst geclasht wäre mit dem Nick-Thema. Also wussten wir schon, in welche Richtung wir gehen wollen. Und auch da war schon die Idee geboren, dass wir die Moviepark Studios, dass wir das ein bisschen weiter ausbauen wollen. Und auch mit Blick auf die Historie des Parks, das ist eine Studiotour, die wir immer hatten, die eigentlich immer ganz gut angenommen wurde, aber letztendlich ja da auch schon ein bisschen outdated ist. Und warum nicht das zu kombinieren? Und so kam diese erste Idee, Studiotour, die Halle zu nutzen. Also hat so ein bisschen alle Bedürfnisse und Anforderungen, die wir in dem Moment hatten, abgedeckt. Und dann hat man das mal so zu Papier gebracht. Und dann wurde das immer weiter feingetuned, ausgearbeitet und wirklich richtig in die tiefgründige Planungsphase sind wir dann vor 1,5 Jahren eingestiegen. Die Halle, in der die neue Achterbahn nun Platz gefunden hat, steht bereits seit 1996 im Park. Damals noch unter Warner Brothers bis 2004 als Looney Tunes Adventure und danach bis 2016 als Ice Age Adventure. Für die letzten 2 Jahre vor der Studiotour wurde die Boat-Ride-Technik und Lizenzthematik entfernt und aus der alten Bootsfahrt wurde eine Halloween-Maze. Für Wrong Turn wurde die alte Fahrrinne als Weg genutzt und auch für die Gestaltung hat man sich die Altbestände zunutze gemacht. Für die Neuheit musste die Halle zuerst entkernt werden. Also wir sehen natürlich erstmal nichts, außer noch ein paar Schrotthaufen, Betonhaufen hier. Und die Halle ist auf jeden Fall schon mal komplett entkernt, damit wir jetzt mit den weiteren Bauarbeiten hier voranschreiten können.
Das heißt, der nächste Schritt wird sein, dass wir natürlich hier den Beton ebnen, dass wir mit Fundamentarbeiten beginnen und das ist jetzt auch schon projektiert und wird auch in den nächsten Wochen auf jeden Fall schon zeitnah stattfinden hier. Hier ist auf jeden Fall der alte Eingang der Attraktion gewesen. Hier war auch für alle, die sich nicht mehr an die alte Ice Age Attraktion erinnern können, wovon ich nicht ausgehe, aber hier war auf jeden Fall auch zu Zeiten von Halloween der Shop-Bereich, die Pre-Show von Wrong Turn. Und dann ist man natürlich hier dem Weg weiter gefolgt. Hier vorne hinter den beiden Säulen war auf jeden Fall die Pre-Show, die große Höhle. Früher war das Schloss von Looney Tunes Adventure. Da um die Ecke zwischen den beiden Säulen, da war die ehemalige Rakete, die Eishöhle dann zu Zeiten vom Ice Age Adventure. Und da vorne war dann letztendlich der Ausstiegsbereich. Und hier vorne, da, wo diese Säule ist, ich hoffe, man kann es sich ungefähr vorstellen, das ist wirklich schwierig, auch für mich teilweise das noch wieder nachzuvollziehen. Hier vorne war dann der Einstieg. Also von hier ist man dann in den Ride reingefahren und hier sieht man auch noch letztendlich die zugeschüttete Fahrrinne. Und ganz da in der Ecke, da war das Schloss mit der Zugbrücke und der Drop hier runter. Und in dieser Ecke da vorne, da war die Schlusssequenz mit den Palmen und dem Säbelzahntiger und dem Mammut. Also ich glaube, jetzt kann man es ungefähr so ein bisschen einordnen, was wo wie war. Wie auch in allen anderen Freizeitparks wird nicht alles vom Moviepark Germany persönlich an der Attraktion gebaut. So kommen diverse Gewerke zusammen. Puh, das ist tatsächlich eine ganze Menge, ne? Um vielleicht mal die Hauptakteure zu nennen. Wir müssen natürlich erstmal damit anfangen, dass wir auf jeden Fall das Ganze erstmal planen und in die Halle einbetten. Und dafür braucht man Architekten. Das ist Norbert Rivola, der schon seit vielen Jahren unser Parkarchitekt ist und den Park schon von Beginn an begleitet. Das heißt, da haben wir also ganz viel Know-how in diesem Segment. Dann ist natürlich der Trockenbau, die Abtrennung der Szenen, der ganze Stahlbau. Das ist eine extrem komplexe Thematik. Das machen wir mit der Firma Brünninghoff, die uns auch schon viele Jahre begleitet, die auch sehr erfolgreich mit uns Star Trek umgesetzt hat. Und Wiebe Damstra, unser Projektleiter, der den Park auch schon seit wirklich vielen, vielen Jahren kennt. Also wir haben ganz, ganz viele Leute ins Boot geholt, die wirklich hier den Park in- und auswendig kennen und auch die Projekte, die wir bisher schon umgesetzt haben. Natürlich Intermin als einer der großen Player in der Industrie und zum allerersten Mal jetzt auch P&P. Und da freue ich mich riesig, dass wir wirklich so einen namhaften Hersteller haben gewinnen können für diesen Ride. Und wenn man dann wirklich überlegt, die arbeiten für Disney und Universal und jetzt arbeiten sie für einen Moviepark und das auf dem gleichen qualitativen Level, das ist schon eine ganz, ganz große Ehre für uns als Park. Und na klar, die Jungs von Immerscore und Immermotion, die dürfen auch nicht fehlen, um so einen Ride wirklich, um so ein Ride-Leben einzuhauchen. Und das sind so die Key-Player, die wir haben. RCS natürlich, sonst würden wir die Achterbahn gar nicht, wir haben es gerade gesehen, gar nicht aufbauen können. Also das ist so... Das sind so die Hauptakteure, die wir haben. Natürlich sind ganz, ganz viele Firmen und auch Partner noch links und rechts dran beteiligt, ne? Also wirklich von den Elektrofirmen, die wir hier haben, die Kilometerkabel, die verlegt werden müssen, Prüfung. Der TÜV ist schon von Anfang an involviert, wo wir auch schon eine sehr gute Beziehung haben zum TÜV Nord, die uns auch ganz großartig unterstützen bei so einem Projekt. Und viele lokale kleine Firmen, Zulieferfirmen. Unser Credo ist auch immer ein bisschen da, support the locals. Also wirklich vom Landscaping, das wird auch hier mit lokalen Firmen gemacht. Und das ist schon eine Hausnummer, was hier gerade aufläuft im Park. Firma, oh, ich habe auch noch Leisure Expert Group vergessen, mit denen wir auch viele Jahre zusammenarbeiten. Auch ein ganz, ganz wichtiger Partner. Aber die kommen immer ganz am Anfang. Die setzen natürlich unsere Ideen um und arbeiten die weiter aus. Und aber auch ganz großartige Kollegen und ganz, ganz tolles Team. Die sitzen in Amsterdam und die zeichnen das, was P&P dann wirklich umsetzt. Und hier kombinieren wir Themenfahrt und Achterbahn. Dann kann man, glaube ich, ganz gut mal separiert betrachten, dass Intermin liefert die Hardware, also den Coaster und die Technik, die mit dem Coaster verbunden ist, und P&P liefert das Gesamtpaket der Thematisierung inklusive der Special Effects und der Audio-Video-Technik. Und das alles aus einer Hand. Und wenn wir dann die ganzen Fassaden betrachten, die ganzen Effekte, was passiert, ne? Wir werden ja auch noch große Animatronics mit einbauen. All das wird von P&P geliefert. Also wirklich von der Fassade, die ganz diffizil umgesetzt werden, wo wirklich auch jeder Klinkerstein individuell aufgesetzt wird und also was die Jungs da machen und bauen, wir waren jetzt schon 2-3 Mal in der Produktion, das ist schier unglaublich, mit wie viel Liebe zum Detail hier gearbeitet wird und wie tief das Team da in die Materie einsteigt und da merkt man einfach, was die für eine große Expertise haben und teilweise werden die Sachen alle in den Niederlanden vorproduziert und werden dann nur noch hier bei uns vor Ort eingebaut, da kommen dann große Trucks hier hin
Und die haben aber auch eine unglaublich große Expertise in den ganzen Special Effects. Hier ist es ja auch so, dass wir natürlich auch als Referenz Abu Dhabi haben mit der Ferrari World. Und ja, da können wir auf einen großen und guten Partner zurückgreifen. Für die Moviepark Studio Tour wurde erst die Halle komplett entkernt und die alte Wasser Dark Ride Fahrrinne zugeschüttet. Die Achterbahn selbst wird im Inneren komplett auf Sohle aufgebaut. Das bedeutet, dass es einen Unterbau aus Stahlträgern gibt, auf dem die Achterbahn montiert wird. Hierfür musste erst einmal ein komplett neuer Boden in die Halle verlegt werden. Dementsprechend wurde die gesamte Halle vor den Betongießen mit Bewährungseisen ausgelegt. Im Außenbereich dagegen wurden die neuen Intamin Pocket Foundations genutzt. Auch für das Studiotor mussten Fundamente gegossen werden. Was wann und wo, wie in die Halle verbaut wird und wo welcher Media-Content verbaut wird, zeigen wir jetzt. Die Moviepark Studio Tour war ein Riesenprojekt für Immermotion. Wir haben hier allein 36 TV-Monitore, 6 große Leinwände und 2 Pepper's Ghost-Effekte verbaut und die mussten bespielt werden. Und das war natürlich eine große Herausforderung für uns. Ja, es ist tatsächlich eine ganze Menge passiert. Es ist jetzt grob eine Woche vor Weihnachten tatsächlich, man mag es kaum glauben. Aber ja, wir haben heute die zweite Schiene aus dem Gebäude gelegt, was quasi nachher die Wiedereinfahrt ins Gebäude ist. Und hier kann man auch sehen, wir haben auch 2 verschiedene Farbtöne gewählt. Innerhalb des Coasters natürlich ein dunkles, mattes Schwarz, damit es natürlich in den Szenen verschwindet. Und für außen haben wir uns für ein helleres Grau entschieden, dass es wirklich auch nach Track aussieht. Und ja, und da konnten wir heute wirklich die erste Außenschiene auch schon mit den Pocket Foundations von Intamin hier montieren. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal rein und gucken uns das jetzt mal an, weil ich glaube, drinnen, das ist deutlich interessanter als das, was hier heute draußen passiert ist. Ja, starten wir einfach mal da, wo auch der Ride für die Besucher beginnt. Und zwar natürlich, wie es für den Moviepark gehört, mit einer ordentlichen Pre-Show. Und hier sind wir auch im Bereich der alten Pre-Shows, der ehemaligen Attraktion in diesem Gebäude. Da vorne ist der Eingang. Also wer es von Wrong Turn noch kennt, da vorne war der Supermarkt. Und wir werden das auch so aufbauen, dass wir die Pre-Show in 3 Teile unterteilen. Da vorne wird der erste Bereich sein. Das ist so eine Art Rezeptionsbereich, so wie man das wirklich auch von den Originalstudios in den Staaten kennt. Hier wird dann ein großer Pre-Show-Bereich eingebaut, der auch wirklich mit bis zu 10 Meter hohen Decken sein wird. Vom Rezeptionsbereich vorne geht es dann in den großen Pre-Show-Bereich. Also der wird quasi genau hier im Quadrat zwischen den Säulen sein. Da findet dann die große Pre-Show statt. Da werden wir dann den ersten Pepper's Ghost-Effekt haben. Und da wird dann Andy, unser Tourguide, wird die Besucher hier begrüßen. Und da wird man auch zum allerersten Mal dann Sam, unseren neuen Charakter, der quasi der Host des Rides ist, der sich auch speziell an Familien mit Kindern richtet, der wird hier auch zum ersten Mal erscheinen. Und dann wird auch die Geschichte erzählt des Rides. Die Grundgeschichte des Rides ist, dass man als ganz normaler Gast an einer Studiotour teilnimmt. Mein Name ist Xaver Willebrand, ich bin einer der Geschäftsführer und Projektmanager bei IMAscore und hier sind wir auch in unserem schönen Studio in Paderborn. Und dann läuft natürlich wie immer so geht ein bisschen was nicht unbedingt schief, aber es wird auf jeden Fall turbulenter als gedacht. Der Regisseur Steven Thrillberg, der einen sonst begrüßt, der kann gerade nicht. Dafür ist aber der sehr eifrige, emsige Regieassistent Andy dort vor Ort, wird dann aber unterbrochen von der Filmstudio eigenen KI, was wiederum Sam ist, was die Kurzform ist für Self-Driving Automotive Motion System. Und das sind schon mal 3 Charaktere, die 3 Hauptcharaktere, die wir mitkreiert haben, zusammen mit dem Moviepark entwickelt haben, gestaltet haben, gecastet haben, was die Schauspieler angeht. Und da musste natürlich dann auch der richtige Tonus gefunden werden, wie klingt eine Studio-KI. Und natürlich hatten wir da die wunderbare Möglichkeit, die wir auch nutzen wollten, ein bisschen die Verbindung zu den jüngeren Gästen zu schaffen.
die sich natürlich durch so einen 3D-Charakter, der so ein bisschen comichaft dargestellt ist, sich damit noch viel, viel schneller identifizieren können, während man dann für die Erwachsenen zum Beispiel den ein bisschen gesetzteren Regisseur hat. Also so wollten wir wirklich so eine ganze Bandbreite für die ganze Familie abbilden. Und während der Fahrt übernimmt dann Sam so ein bisschen das Ruder, das Steuer. Da nimmt er auch mal ein oder andere Abkürzung, fährt direkt ans Set, wo man vielleicht nicht unbedingt hin sollte, in ein bisschen gefährliche Momente hinein. Da gibt es ja so eine ganz besondere Szene, so in der Mitte der Fahrt, wo es doch ordentlich turbulent zugeht. Dann wird man ja weiter gelauncht und Steven Spielberg ist sehr begeistert von der Arbeit der Gäste. Und das ist natürlich dann dieser Feel-Good-Moment, in dem die Gäste wirklich dann noch mehr reingezogen werden sollen in die Geschichte, selber teilnehmen sollen. Dann heißt es und Action und dann sind sie ein Teil der Geschichte. Hier stehen wir in der Pre-Show der Moviepark-Studio-Tour und hier ist medial gesehen ein sehr wichtiger Part, denn hier beginnt die Geschichte der Moviepark-Studios mittels eines Pepper-Ghost-Effekts. Und Pepper-Ghost, für die Leute, die es nicht kennen, das ist eine Projektion mittels Beamer-Leinwand und einer 45 Grad durchsichtigen Folie. Die kann ich gleich auch nochmal vom Nahen zeigen. Darauf wird dann eine Person projiziert und es sieht dann aus, als würde sie frei im Raum herumlaufen. Und das macht dieser Pepper's Ghost-Effekt. Beim Pepper's Ghost muss man verschiedene Dinge beachten. Und zwar, man sieht eine Person, die dort frei im Raum steht und dann könnte man meinen, man hat sie per Greenscreen irgendwo aufgenommen und deswegen wird die freigestellt. Hier ist es so, hier wird vom Kontrastpunkt her eine Person aufgenommen hinter einem schwarzen Hintergrund. Deswegen, der Hintergrund ist komplett schwarz, weil der Beamer gibt diesen nicht wieder und so ist er schon mal freigestellt. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist aber auch der perspektivische Grad, ne? Das Wichtige hierbei ist ja, dass die Person eine Lebensgröße darstellen soll, also eine reale Lebensgröße. Und da ist dann natürlich auch wichtig gewesen, dass der perspektivische Grad, wie die Zuschauer auf diese Person schauen, auch stimmen, weil wir müssen ihn ja auch so filmen. Nur mal als Beispiel, würden wir einfach zu tief sitzen und perspektivisch nach oben filmen, dann würde man ihn von den Proportionen ja ganz anders dort wahrnehmen. Und das war dann die Schwierigkeit, dass wir natürlich darauf genau achten, dass die Proportionen stimmen, die Perspektive und auch, dass der Kiemenbereich, nämlich dieser schwarze Hintergrund, damit er sich genug abhebt, auch vorhanden ist. Am Anfang war es nämlich so, wo wir dann zum Beispiel die ersten Versionen aufgespielt haben, das ist immer auch im Herantasten, da fing es nämlich an, dass zum Beispiel unser Andy ist der Regieassistent, der die Leute hier mitbegleitet, den sieht man hier zum ersten Mal und dann wird er vorgestellt, der Andy beispielsweise schwebte dann leicht in der Luft, ne? Weil hier ist dann auch das Wichtige, der muss ab Tisch zu sehen sein. Dadurch, dass die Projektionsfläche, diese 45-Grad-Scheibe quasi ja davor steht und wir setzen ihn zu tief oder zu hoch, schwebt er entweder hinterm Tisch oder verschwindet nicht hinterm Tisch oder setzt sich halt davor. Und da ist halt das Schwierige gewesen, dass genau der Punkt erreicht werden muss, dass er die Tischkante erreicht. Und dann noch haben wir hier zwei verschiedene Ebenen, dass die Besucher nicht sehen, von hier oben, okay, jetzt geht er auf den Tisch oder unterm Tisch und von da unten, dass es da auch stimmt. Ne? Also das ist dann so ein bisschen die Schwierigkeit. Dazu kommt dann auch noch, das war auch eine kleine Herausforderung, aber wir wollten das qualitativ so schön gestalten, dass beispielsweise der Sam, also der Andy agiert mit dem Sam, den Sam kommen wir gleich auch zu, der kommt hier auf dem Monitor links und rechts zu sehen und da ist dann wichtig, dass der Andy beispielsweise als Schauspieler auch mit ihm agiert. Das heißt, er dreht sich um, spricht rechts unten in der Ecke, von ihm aus gesehen rechts unten in der Ecke mit dem Monitor, aber später dann mit dem Monitor hier oben links. Und die Mischung aus Real-Life-Szenerie mit einem Schauspieler und agieren mit einer Animation, das war auch eine große Herausforderung. Die Idee auch hinter dem Monitor, da haben wir gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche gelöst, weil wir fanden es genial, für unsere ausländischen Gäste oder nicht deutschsprachigen Gäste, damit sie die Show auch vom Anfang an verstehen, haben wir hier natürlich auch wieder eine Übersetzung auf Englisch mit Untertiteln. Und damit haben wir auch gleichzeitig gelöst, dadurch, dass wir eine Show machen mit mehreren Monitoren, ist dann zum Beispiel der vordere oben, so können die Gäste auch hinten mitlesen, während der zum Beispiel hinten links in der Ecke für manche Gäste nicht sichtbar ist oder viel zu klein. Und so konnten wir das dann lösen, haben gleich zwei Monitore, haben eine schöne Show, aber gleichzeitig kann auch jeder diesen Text mitverfolgen und mitlesen. Wir gehen dann von der großen Pre-Show, gehen wir dann noch in den Wartebereich, der natürlich auch nochmal thematisiert wird. Hier war es uns wichtig, dass wir da schon mal so ein bisschen das in Anlehnung an den alten Gremlins-Ride umsetzen. Also es wird Büros geben, man kann in die Büros reinschauen und auch in den Büros werden Sachen passieren und es wird auch da schon die ersten Easter Eggs geben. Und wir laufen, das sieht der Besucher dann erstmal nicht, wir laufen hier schon quasi unter der Ausfahrt aus dem Gebäude durch. Und wir haben ja nachher ein Lounge-Element,
im Ride und der Lounge nach draußen, wo wir auch die 60 Stundenkilometer erreichen, das wird dieser Bereich sein. Das heißt also, die Zuschauer kommen vom ersten Pre-Show-Bereich, gehen in den nächsten Wartebereich, der auch extrem thematisiert sein wird. Und wir werden das Ganze hier so wegthematisieren, dass man gar nicht sieht, dass direkt über einen der Lounge aus dem Gebäude sein wird. So, hier muss man sich jetzt vorstellen, dass die Bürogebäude hinkommen, die Büros der Studioverwaltung, wo wir auch wirklich coole Props einbauen werden, wo es auch die alten Blueprints der Studios geben wird. Wir haben tatsächlich noch alte Autogramme ausgegraben, wirklich Originalautogramme von Hollywood-Stars, die kommen dann an die Wände. Wir werden auch Modelle von P&P hier einbauen, die genutzt haben bei der Erstellung der Thematisierung. Das machen wir zum Beispiel immer, wenn Szenen zur Diskussion stehen, wie bewegen sich Figuren, wie wirkt die Szene real, dann ist es mit 3D natürlich immer ganz nice, einmal zu sehen, aber plastisch ist das deutlich besser letztendlich für eine Entscheidungsfindung. Und auch diese kleinen Modelle werden wir hier mit einbauen, sodass wir das so ein bisschen recyceln, aber auch dem Gast dann wirklich diese schönen Modelle ausstellen können hier in dem ersten, beziehungsweise das ist jetzt dann der dritte Teilbereich der Pre-Show. Und von der Pre-Show hier läuft man dann um die Ecke und da geht es dann zur Station. Ja, hier sind wir am Set-Design und hier ist natürlich das Interessante, man sieht ja hier schon die einzelnen Props, wie so ein Set gebaut wird. Und hier war auch unser Teil von Immermotion, dass wir sagen, zum Set-Design gehören Skripte, Artworks und Zeichnungen. Und die haben wir hier auf dem Zeichentisch quasi digitalisiert dargestellt und so blättert dann immer im Lauf von 10 bis 15 Sekunden eine Zeichnung nach der anderen um und dann sieht man mal hier so einiges, was so in den Moviepark Studios gezeichnet wurde. So, hier sehen wir zum Beispiel die Räumlichkeiten der einzelnen Departments, damit hier ein bisschen Leben in der Q-Line eingehaucht wird und wie es ja auch an Studios ist, es wird gearbeitet, gemacht und getan, haben wir uns natürlich überlegt, wie können wir es am besten darstellen und hier haben wir diese typischen Szenarien einer Silhouette, ne? Wie ist es so schön in den Büros, da gibt es ja immer dieses wie heißt das, wie so ein Plissé, Rollo, was da runtergezogen ist und dann sieht man den Schatten von jemandem, der dahinter arbeitet und so haben wir beispielsweise hier den Editing Room. Das ist dann zum Beispiel, da läuft der typische Mitarbeiter im Editing-Bereich, der cutten möchte mit seinen Filmdosen und Rollen rum. Dennis kennt das, der läuft sicherlich heute auch noch mit Filmdosen rum. Ja, natürlich. Hier sind wir im Writer's Room. Hier sieht man natürlich typischerweise, wie jemand ein Skript oder eine Geschichte für eine Story, für einen Film in dem Moviepark Studios schreibt. Und wie kann man es besser darstellen, als wenn jemand wirklich an einer altmodischen, klassischen Schreibmaschine alles abtippt. Ne? Das Interessante hierbei ist dann auch, das gilt auch für die anderen, wir haben immer eine Mischung, war auch unser Ziel, dass man es nicht erkennt, aber wir haben eine Mischung aus Real Acting, was man wirklich sieht, was filmerisch eingefangen ist und auch aus Dingen, die im Nachhinein von uns filmerisch und mediengestalterisch hinzugefügt wurden. Zum Beispiel, dann hängt hier eine Lampe, die gibt es gar nicht in Real, die haben wir eingebaut oder der Studioboss, den man hier in dieser Tür sieht, der raucht zum Beispiel eine Zigarette und qualmt, aber der Qualm ist auch digital von uns, weil derjenige, der Schauspieler, der es gespielt hat, raucht gar nicht. Und das sind dann so die ganzen interessanten kleinen Gimmicks, die wir natürlich da auch bei Immermotion so versucht haben einzubauen. So, ja, und einer der letzten Räume, zum Beispiel Animation Department. Na klar, hier wird gezeichnet, wie man es kennt in den Studios, wenn ein Animationsfilm gedreht wird. Die Besonderheit aber auch hier bei den Türen haben wir geguckt, dass zum Beispiel zwei der Türen, damit es noch ein bisschen spaßiger wird und man sieht, hier ist viel zu tun, hört man auch bei zwei dieser Türen, das ist der Writer's Room und der Animation Department, hört man aber auch wirklich per Sound, dass da wirklich gearbeitet wird. Also man hört auch jeden Pinselstrich und Zeichenstrich, der hier gezogen wurde. Ne? Hier sind wir im Art Department. Hier sieht man natürlich die kunstvoll dekorierten Gegenstände, die so ein Art Department in der Herstellung für Filmsets kreiert, macht und tut. Da liegt es natürlich auch auf der Hand in einem Art Department, wo gearbeitet wird, dass wir auch so typische Computermonitore haben, wo man dann auch sieht, was gemacht wird. Und hier sind wir dann hingegangen und haben dann zum Beispiel auch sehr interessante und schöne Archivbilder aus den Moviepark-Zeiten hier reingepackt. Und so können wir auch sehen, was an Kulissen und Set hier bereits in den vergangenen Jahren mal so gebaut wurde. Die haben tatsächlich eine Donut-Konsistenz. Ja. Ist das weich? Das ist weich wie ein Donut, klebt wie ein Donut. Und jetzt pass auf, riech mal. Boah, krass. Die riechen auch nach Donuts. Also, sie haben auch Erdbeer, Schokodüfte oder sowas. Also, das sind tatsächlich. Warum muss das so sein? Es gibt extra Props. Das Schöne ist hier auch, dass wir dann sagen, wir haben jetzt hier
typisch ist ja für einen Computermonitor, ob es, wir wollen jetzt keine Marken nennen, aber von verschiedenen Herstellern hat man natürlich dann seine Software da. Hier war das Wichtige, dass wir für Moviepark eine eigene Software quasi kreieren, ein Interface eröffnen, wo man auch sieht, hier ist ein Anmelder und Nutzername und hier gibt es hier so kleine Gimmicks, die sieht man nicht genau, aber man sieht tatsächlich, dass der Andy, der Regieassistent, wirklich hier eingeloggt ist und dann steht oben links sein Name, muss man mal drauf achten oder wenn man es mal wirklich, wenn man es fotografiert und mal reinzoomt oder so, dann kann man es sicherlich erkennen, aber selbst da auf diese Details haben wir geachtet, dass selbst so ein Button und ein Anmeldename mit Andy zu sehen ist. Ne? So, hier sind wir jetzt auf der Treppe zur neuen Station. Die neue Station wird auch sehr aufwendig thematisiert werden. Wir wollten das so ein bisschen im Art Deco-Stil gestalten, so ein bisschen auch in Anlehnung an die alten Hollywood-Klassiker. Wir haben ja auf dieser Seite haben wir die Single Rider Line und der Speedy Pass-Eingang, der wird nur vorne bis vors Hauptgebäude geführt. Und dann dürfen unsere Speedy Pass-Inhaber natürlich auch die Pre-Show komplett miterleben. Das werden wir 1:1 so adaptieren wie bei Star Trek, da haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht. Und von daher wird hier nur Single Rider sein und hier wird dann der Aufgang zur Station für alle Gäste sein. Jetzt tatsächlich noch schwer vorstellbar, aber hier sind wir im Stationsbereich. Der wird circa Mitte, Ende Januar in Angriff genommen, beziehungsweise ja, kann auch Februar werden. Wir sind gut im Zeitplan, aber ich denke, wenn man jetzt quasi den aktuellen Bauvorschritt sieht, dann ist das immer schwer vorstellbar, aber wir kommen gut vorwärts. Die Decke wird nochmal abgehängt. Wir werden über der Einfahrt des Zuges werden wir auf jeden Fall noch eine gewölbte Art Deko-Decke haben. Hier vom Farbschema da wird alles in Blau-Gold, sodass wir ein bisschen unseren Corporate-Farben folgen, aber das auch nochmal in einer edleren Variante. Und generell wird der Ride ein eigenes Corporate-Design bekommen, also diese Moviepark-Studio-Tour-Logos in einem sehr dunklen Blauton. Und dann auch in Gold werden sie auch immer wieder auf den Monitoren erscheinen, so wie man das wirklich kennt von den Originalfilmstudios. Das wird sich drehen, es wird animiert. Also da legen wir auch schon ganz viel Wert drauf, dass auch diese ganzen Sachen sehr authentisch sind, auch bei den Safeties nachher, bevor die Safeties starten. Und, aber die Station, es wird echt wunderschön. Also da sind auch schon Löcher in den Wänden, da wird es Vitrinen geben. Und die ganze Station hat natürlich auch ein Thema, das wird der sogenannte Award Room sein. Und hier sind dann die ganzen Preise ausgestellt, die die Moviepark-Studios im Laufe ihrer Geschichte gewonnen haben. Und das ist das Hauptthema. Und von hier aus, da kann man es dann schon ganz gut sehen, beginnt die Reise. Und das wird dann auch schon direkt die Einfahrt in die erste Szene sein. Und auch der Bereich wird nochmal abgetrennt werden mit einer Showdoor, sodass wir wirklich, und das funktioniert bei Star Trek ganz gut und das wollten wir hier auch wieder umsetzen, dass wir auf jeden Fall, sobald wir ein Dispatch haben mit dem Zug, dass es hier losgeht, dann wird es einen Opener geben, dann wird auch das Licht gedimmt, dann wird es einen Tusch geben und dann fährt man in die erste Szene ein, sodass wir wirklich auch nochmal hier einen Spannungsbogen aufbauen. Und also hier freue ich mich wirklich ganz besonders auf die Station. Das wird echt richtig cool. Also da haben wir auch ganz, ganz viel Wert drauf gelegt, dass die Station diesmal wirklich so ein ganz tolles Highlight wird und wirklich die Gäste schon auf die Fahrt einstimmt, die sie danach erleben werden. Ja, hier stehen wir in der Station der Moviepark Studios und hier beginnt quasi die Reise für die Gäste. Damit aber auch hier medial unterhalten wird, sieht man hier auf den vier Monitoren, die man oben an den Wänden hat, sieht man Sam und Andy, die wir zuvor kennengelernt haben, wie sie miteinander interagieren und sprechen. Das Interessante hierbei ist, wenn der Operator den Dispatch auslöst, wird auch automatisch ein separates Video freigeschaltet, was dann diesen typischen 3-2-1 and Action-Szenerie darstellt, auf allen Monitoren gleichzeitig. Aber das Coole ist, dieses Dispatch-Video löst wiederum als Trigger immer einen neuen Videoblock aus, der eine neue Unterhaltung zwischen Sam und Andy zeigt. Das heißt, hier ist überhaupt kein Loop eingebaut, was viele denken, dass es einfach ein Videoblock ist, der hier einzeln läuft, sondern nein, hier baut alles aufeinander. Das Dispatch-Video triggert einen Videoblock aus, der Videoblock läuft aus und sobald wieder das Dispatch gedrückt wird, kommt wieder ein komplett neue Szenerie. Also da steckt sogar in dem Fall mehr hinter, als man denkt. Wo wir beim Dispatch sind, das Schwierige und Interessante ist natürlich auch, wir müssen im Videobereich, mit dem Audiobereich, mit dem visuellen, zum Beispiel in dem Fall Lichtbereich, es muss alles miteinander verknüpft sein. Das heißt, wenn wirklich Dispatch ausgelöst wird, unser Trigger fürs Video startet, dann muss es auch mit dem Lichtdesign und Lichtkonzept passen, während auch gleichzeitig der Onboard-Sound beginnt. Und diese Abstimmung, das war natürlich auch eine große Herausforderung. Hier sind wir jetzt im ersten Szenenbereich. Und zwar das ist noch nicht das Archiv, das ist die, ja, wir nennen das Hallway to Archive.
Das wird quasi ein Studioflur sein. Und da haben wir dann ganz viele Türen, wo schon so typische Sachen passieren. Da gibt es Make-up, da gibt es Costume-Department, da gibt es dann auch Light-Department. Und das wird mit Shadow-Projections hier hinter den Türen passieren, um die Gäste einfach schon so ein bisschen einzuführen. Und wir wollen ja auch einen Spannungsaufbau, eine Dramaturgie. Und von da geht es dann ins Archiv, weil wir ja auch natürlich das Movie-Archive brauchen. Und das wird ungefähr ab hier passieren. Hier haben wir dann auch wieder die Reibradantriebe und das werden wir dazu nutzen, dass der Zug so ein bisschen kurz stoppt und so ein bisschen wieder nach vorne geschoben wird, weil wir hier einen Effekt erzielen wollen, dass die Regale in den Archiven, die wackeln alle und das soll so ein bisschen dem Gast vermitteln, dass das durch den Zug passiert und deshalb haben wir hier auch nochmal Reibräder, um dann auch den Zug weiter durch die Strecke zu schicken. Hier stehen wir jetzt aktuell im Archive. Im Hintergrund kann man noch leicht erkennen, das sind die einzelnen Department-Räume, die auch Silhouetten haben. Während wir in der Q-Line eher so die Office-Geschichten und Department-Räume haben, wo viel geschrieben, gemacht und getan und geplant wird, haben wir hier eher so die aktiven Bereiche wie das Special Effect Department, das Lightning Department und da haben wir auch spielerisch diese kleinen Gags gemacht, wie zum Beispiel typischerweise im Lightning Department, es wird eine Glühbirne reingeschraubt und plötzlich steht da unter Strom und das haben wir natürlich auch in gewisser Weise comichaft dann dargestellt, weil es ist natürlich eine Familienattraktion und das war uns auch wichtig, dass es jetzt hier nicht gruselig vonstatten geht. Ne? Hier kann man ganz gut eigentlich schon sehen, dass wir natürlich von der Station auch quasi im Level des Tracks weiter nach unten gehen, Richtung Switch. Und alles das hier rechts und links wird der Archivbereich werden. Also hier kommen wirklich auch alte Props rein und natürlich neue Props, alte Props. Aber das ist natürlich der perfekte Bereich, um auch wirklich ein paar coole Easter Eggs mit zu integrieren, die der ein oder andere Gast sicherlich wiedererkennen wird. Und deshalb, das wird alles hier in den Movie Archives passieren. Und von da aus fahren wir dann da vorne in die Weiche ein. Und die Weiche führt dann letztendlich zum Special Effect Department, wo wir dann den ersten großen Special Effect haben. Und hier werden die Regale wackeln. Also es wird überall immer etwas passieren, sodass wir wirklich, weil uns war ganz wichtig, dass wir nicht einfach nur immer eine schöne statische Szene bauen, sondern dass in jeder Szene Dynamik ist, dass es sich wirklich immersiv anfühlt für die Gäste. Und das haben wir wirklich versucht, in jeder Szene so gut umzusetzen, dass es auch sehr, sehr gut zu der Gesamtthematik passt und dem Gast auch wirklich ein geiles Gefühl vermittelt bei der Fahrt. So, hier kann man jetzt eigentlich ganz gut sehen, weil wir sind natürlich jetzt hier mitten in der heißen Phase des Baus. Hier vorne werden jetzt schon die ersten Elemente gesetzt für den Switch. Weil wir haben ja einen Rückwärts-Lounge aus den Special Effect Studios, aus dem Special Effect Department. Und damit wir das realisieren können, braucht man natürlich eine Verschiebeweiche, einen sogenannten Switch. Und der wird auf jeden Fall da vorne eingebaut werden. Und da werden jetzt schon die ersten Arbeiten dafür vorgenommen. Und das soll auch diese Woche noch alles passieren. Also eine Woche vor Weihnachten bauen wir jetzt gerade hier die Weiche ein. Und auch der Turntable soll diese Woche noch installiert werden. Also alles sehr spannend. Aber die Jungs von ACS, die machen echt einen Top-Job und die sind schon extrem schnell. Also da freuen wir uns, dass wir so ein gutes Team hier an Bord haben. Wir haben ja hier die Station, von der Studio-Hallway geht es dann ins Archiv. Das Archiv endet hier. Wir werden hier auch nochmal einen Pepper-Ghost-Effekt einbauen. Ab hier beginnt das Chaos. Normalerweise, das soll ja die offizielle Route sein der Studio-Tour. Aber Sam lässt uns ja ein wenig falsch abbiegen und die Action beginnt. Und in dem Fall haben wir hier nochmal Sam sogar als Pepper's Ghost verbaut. Das sieht man anhand hier dieser durchsichtigen 45-Grad-Leinwand. Und hier haben wir eine noch dieser Projektionen, die wir auch produziert haben. Um den auch nochmal quasi die Szene noch mehr und noch immersiver zu gestalten, da werden dann auch zum Beispiel der Sam wird nochmal auftauchen, unser neuer Charakter. Und von dem Archiv geht es dann hier auf den Switch. Das kann man da vorne sehen. Und der Switch führt dann nochmal ins Special Effect Department. Also da wird es nochmal ein Stück Track geradeaus geben. Jetzt stehen wir mitten in der actionreichsten Szene, die wir hier haben. Das ist die Tornado-Szene. Und zwar hier war die Schwierigkeit für uns, nämlich das alles on point zu setzen. Wir haben ja hier links die Leinwand in der Front und die drei Deckenleinwände, die alle parallel zueinander laufen müssen. Weil wenn hier der Tornado runterjagt und dann auch noch die Scheiben zerbersten, muss es genau im Takt sein mit dem Zug, der dann zurückfährt. Deswegen, wenn man genau darauf achtet, war uns sogar wichtig, dass dann, wie ich schon angedeutet hatte, dass die Kuh, die man dort sieht, wenn sie dort hochfliegt, wirklich dann an der Leinwand 1, 2, 3 zu sehen ist. Und dass das alles im Takt so passt,
passt. Das war auch sehr knifflig, aber ich denke, das haben wir soweit hinbekommen. Eine wirklich sehr spannende Szene, an der wir sehr umfangreich gearbeitet haben, sei es in Sachen Ton oder in Sachen Film, ist die Tornado-Szene. Der Gast fährt ein und hat halt insgesamt 5 Screens, 3 über sich, ein vor sich, ein auf der linken Seite, die im Grunde die gleiche Szenerie zeigen. Das heißt, da mussten alle Inhalte ineinander greifen. Es sind wirklich alles einzelne, auch Filmdateien gewesen. Das Ganze wurde in einer Software 3D generiert. Das heißt, diese ganze Landschaft wurde erstellt. Das ist alles individuell gefertigt, designt, gestaltet und am Ende dann natürlich mit Effekten in Szene gesetzt. Also natürlich kann man im Bild darstellen, dass ein Tornado auf die Erde trifft, immer näher kommt, eine Kuh über einen fliegt, aber da muss natürlich der Ton genauso reingreifen. Das heißt, wir haben dort auch einen Mehrkanalton, der das Ganze wirklich authentisch rüberbringt. Wir haben da ja noch ganz viele andere Effekte. Wir haben Windeffekte, wir haben Hitze von der Seite, der Hitze, die aus dem Kamin reingedrückt wird in dieses Wohnzimmer, in dem man sich befindet. Und das ist ein sehr, sehr immersiver Moment für die Gäste. Und wir freuen uns sehr, dass das so ein bisschen, wie wir auch mitlesen konnten im Internet, so als Highlight wahrgenommen wird. Es war auf jeden Fall eine Herausforderung für uns. Es war spannend, hat aber auch Spaß gemacht, weil es ist am Ende so ein bisschen wie so eine Szene in einem Videospiel, was man im Grunde gestaltet. Und wo man ganz, ganz viel Spannung und eine kleine Geschichte in ganz kurzer Zeit erzählen kann. Und von diesem Track werden wir dann rückwärts gelauncht auf die dahinterliegende Strecke des Tracks. Hinter mir sehen wir die Tornado-Szene, eine der wichtigsten und elementarreichsten Szenen hier, die natürlich mega actionreich ist. Und hierbei hat der Andreas Krüger beispielsweise die Tornado-Szene eine Kuh animiert, die dort auch, wie man es typischerweise haben möchte in so einem Actionfilm, Tornado kommt und eine Kuh fliegt durch die Gegend. Und diese Kuh, die man dann durch die Leinwand fliegen sehen, in der Front und an der Seite, die sieht man auch hinterher über die Dächer hinwegschweben, landet dann in Real hier als Prop und als kleinen Easter Egg, wenn wir hinterher im Control-Raum sind, da sieht man so kleine Überwachungsmonitore und da ist eine Überwachungskamera auf der Main Street und selbst dort sieht man noch die kleine Kuh über die Main Street fliegen. Aber wer das herausfindet und sehen kann, der muss bestimmt schon mehrmals hier mitgefahren sein. Kann man hier, glaube ich, ganz gut sehen, ja, wo schon die Vorrichtungen für die Reibräder sind im Lounge-Bereich. Und dann werden wir quasi rückwärts, werden wir gelauncht in die Kurve und gehen dann von hier wieder zurück auf ungefähr 2 Meter Niveau und landen dann vorne. Jetzt können wir es nicht sehen, weil gerade der Manitou da steht, aber dahinter ist dann der Turntable. Ja. Und das ist letztendlich das Niveau, wo wir dann wieder landen. Und vom Turntable Turntable wird auch eine einzelne Szene sein. Und vom Turntable gehen wir dann quasi in die Szene da vorne mit der Straßenfassade. Ja, wir wollten natürlich ganz viel Dynamik und ganz viele verschiedene Möglichkeiten der Szenerien mit einbauen. Und was uns ganz wichtig ist, gerade bei dieser Kombination aus Dark Ride und aus Coaster, dass wir natürlich versuchen, jede einzelne Strecke, jedes einzelne Element wird natürlich optisch komplett von der anderen getrennt. Das heißt, alles das, was man jetzt sieht hier an Kreuzungen der Schienen und hier kann man ganz gut auch sehen, dass diese Stahlkonstruktionen, die umfassen oder ummanteln letztendlich die ganzen Szenen. Also das ist jetzt die Deckenhöhe, die wir dann haben werden. Und die verstecken natürlich die Szene dahinter, die Szene daneben, die Szene davor, sodass man wirklich in den Szenen drin ist und nicht rechts und links sieht, was in den anderen Szenen passiert. Also das war uns ganz wichtig, dass man wirklich Szene für Szene einzeln erleben kann und sich wirklich hundertprozentig auf die dort passierende Story konzentrieren kann. Bei dem Ride ist es ja so, dass im Gegensatz zu Van Helsing's Factory, wo wir im Prinzip nur eine Ebene haben, haben wir natürlich hier 2 Ebenen, die sich auch mehrfach überkreuzen. Und hier sind wir in einem Bereich, wo gleich 3 Szenen aufeinandertreffen und wo wir auch 2 Ebenen haben. Und dummerweise ist natürlich hier direkt die Wiedereinfahrt in die Halle. Und wir wollen natürlich so wenig Tageslicht wie möglich im Ride haben, damit wir einfach viel besser mit Showlicht und mit den Effekten arbeiten können. Und deshalb ist es notwendig, dass wir den Ride jetzt auch die ganzen Testfahrten jetzt eine Woche stilllegen. Und wir bauen jetzt hier im Hintergrund, kann man das ganz gut sehen, bauen wir jetzt 10 Flächen ein, damit wir hier auch nochmal den rechten und den linken Bereich der Wiedereinfahrt in die Halle komplett auch mit Szenerie und Setbau versehen, sodass wir zum einen das Tageslicht daran hindern, hier in diese Szene, wo wir sehr viel Projektionsfläche haben, reinzuscheinen. Und aber auch, dass man halt, wenn man reinfährt in die Halle, dass man nicht in die anderen Bereiche reingucken kann. Und hier war es uns ganz wichtig, dass wir natürlich jede Szene, soweit es möglich ist, infrastrukturell und baulich auch miteinander trennen. Und das ist halt sehr aufwendig, auch statisch sehr aufwendig, weil wir über verschiedene Ebenen gehen. Und das dauert jetzt auch circa eine Woche für den Einbau. Insofern
ja, muss das jetzt passieren, damit wir nächste Woche wieder weiter mit den Testfahrten machen können. Wir sprechen ja immer über den Turntable. Das ist auf jeden Fall das Fundament, auf dem der Turntable nachher ruht. Also wir werden ungefähr mit Aufbau, werden wir nachher bei ca. 2,80 Meter Höhe sein. Und wenn wir dann quasi den Rückwärtslaunch erfahren haben, dann werden wir natürlich quasi rückwärts hier auf den Dreh, auf die Drehplattform katapultiert, drehen uns dann gegen den Uhrzeigersinn in die nächste Szene. Und von da aus geht es dann vom Turntable in die Szene mit den ganzen Häuserfassaden, die wir hier haben, wo wir wirklich ein richtiges Filmset nachstellen mit Kameradollys, mit Autos. Und da bereiten wir die Gäste schon auf die Racing-Szene vor. Und ja, ein richtiges Filmset gehört natürlich auch dazu, bevor es dann in die Action-Szene geht. Jetzt stehen wir im Control Room. Hier sieht man zum Beispiel einen großen Teil der Monitore. Hier sind allein 12 Monitore und eine Leinwand verbaut. Und hier sitzt auch wieder, das ist das Schöne, entweder sehen wir Andy plötzlich in der Pre-Show als Pepper's Ghost, dann sehen wir den in Control Room in der Station. Der Control Room soll das hier darstellen, den sieht man ja in der Station dann in Andy sitzen. Und jetzt kommt man hier live an und dann sieht man ihn tatsächlich als Animatronic, wie er ja wirklich kommuniziert, in dem Fall hier mit dem Regisseur, der sich dazu schaltet. Auch hier haben wir, wie ich es vorhin mal erklärt hatte, ein eigenes Interface gemacht, dass wir hier sagen, hier ist ein Control-Panel-Bereich. Hier steht ja sogar Tram Tour Control System. Hier haben wir digital dargestellt, wo sich der Zug gerade aufhält, wie er gerade fährt, wie er sich hier im Turntable dreht. Und das haben wir natürlich hier technisch in einer Animation untergebracht. Hier neben haben wir quasi den Hauptmonitor. Hier schaltet sich dann der Regisseur zu und kommuniziert mit Andy, während natürlich dann Sam, unser kleiner Computertechniker, sich hier zuschaltet und dann vom Zug quasi hier wieder reinspringt und auch mitkommuniziert. Und das ist dann auch wieder so ein tricky Punkt gewesen, wo wir haben Onboard-Sound, der Turntable mit dem Zug dreht sich, aber gleichzeitig muss die Taktung der Monitore exakt sein, damit die Leute die komplette Geschichte wieder verstehen und auch mitbekommen, aber gleichzeitig auch alles in den paar Sekunden abgelaufen sein muss. Ne? Für mich war hier auch sehr, sehr schwierig. Wir haben ein Timing von Intermin natürlich schon vorab bekommen und wussten anhand von einer Animation, wie schnell er sich dreht. Aber wie schnell er sich in Wirklichkeit dreht, wenn man es dann doch am Ende sieht und drin sitzt und dann auch erstmal wirklich sieht, was der Zuschauer auch nur mitbekommt, das war schon eine Herausforderung, weil hier war wichtig, dass wenn der Zug seitlich zu den Projektionen steht, dass dann sich die Monitore, weil hier sind ja überall Überwachungsmonitore und die sollten sich nach und nach abschalten. Und erst wenn die sich nach und nach abgeschaltet haben und dann ein Testbild erscheint, sollten sie dann anfangen zu sprechen. Und deswegen war es schwierig, genau den Punkt zu erfassen, ist der Zug zur Hälfte da, jetzt schalten sich die Monitore ab und dann kommunizieren die miteinander. Und wenn der Zug rausfährt, sind die fertig mit der Ansprache und dann fährt der Zug raus. Also das war ein sehr, sehr schwieriger Punkt hier. Ne? Wichtig ist auch hier, Mann, die Filme, die hier laufen, die haben ja alle Trigger-Points. So. Und ein Trigger ist zum Beispiel, dass der Beginn des Turntables, wenn der sich dreht, dann ist der Trigger-Auslöser, damit diese Videos hier starten. Damit die Gäste aber nicht rückwärts reinfahren und trotzdem mal nach hinten flunkern und ein schwarzes Bild haben, arbeiten wir auch mit sogenannten Loops oder Standbildern. Aber unsere Standbilder sind Videoloops, die dann im Hintergrund laufen. Das heißt, sie können ununterbrochen sehen die was, können überall hingucken. Aber erst, wenn wirklich der Turntable sich bewegt, ist ein Trigger-Auslöser und dann ist wie ein Gapless-Loop, geht es dann über. Und dann kommen die richtigen Videos, die eigentlich für den Zuschauer gedacht sind. Nächste Szene, ja schon kurz angedeutet. Wir brauchen natürlich, bevor es in die nächste Action-Szene geht, brauchen wir natürlich nochmal ein großes Hollywood-reifes Filmset. Das haben wir jetzt hier aufgebaut. Das heißt, wir mussten das natürlich aufbauen. Auch hier wieder das gleiche Prinzip des Bauverfahrens. Wir konnten den Track hier noch nicht einbauen, den Coaster-Track, weil wir sonst hätten die Fassaden mit den ganzen Kränen und Hebebühnen nicht einbauen können. Also mussten hier zuerst die Fassaden an die Wand gebracht werden, damit wir dann in den nächsten 2 bis 3 Tagen, man sieht das da unten liegen dann schon die Schienen, die sind dann auch für den nächsten Dark Ride Part eingebaut werden können. Und insofern arbeiten wir uns wirklich auch da von den Seiten, an die wir nachher nicht mehr ran müssen, nach vorne zum Track. Und auch das wird nachher nochmal so gelevelt, dass wir wirklich hier rechts und links Plattformen haben werden, die dann auf gleicher Höhe mit dem Track sind, damit wir auch ein bisschen den Eindruck vermitteln, dass man über eine Straße fährt, an den Fassaden vorbei. Auch in den Fassaden werden auch noch Plasma-Screens eingebaut werden in Teilen, wo auch richtige Szenen passieren, um der ganzen Szenerie hier auch Leben einzuhauchen. Auch hier war es uns wieder wichtig, es wird ein Kameradolly geben, es wird einen großen Truck geben, wo die Filmautos rausgeschoben werden. Also überall ist Dynamik und überall passiert was. Und das in Kombination mit dem Media-Content von Immerscore und Immermotion
Mit der Technik, mit den Special Effects, die P&P hier eingebaut hat, wird das echt eine richtig coole Szene. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf. So, hier befinden wir uns in Szene G, in der New York-Szene. Auch hier wieder medial sehr viel Content untergebracht. Dann hat man zum einen diese Fenster, sie sind belebt. Also hier sieht man wirklich Szenarien von einem typischen Cop, der die Tür eintreten möchte und dahinter verbirgt sich ein Einbrecher. Natürlich soll das Ganze ein Set darstellen und wir kommen ja hier live mitten in ein Set-Geschehen rein. Und deswegen hat man auf der linken Seite einmal die Szenerie, dass hier das Backstage-Bereich quasi ist, wo gerade Kamera, Licht und alles sich positioniert, und auf der anderen Seite quasi das Set, was gefilmt werden soll. Zum Beispiel haben wir dann nämlich hier einen Monitor und auf dem Monitor sieht quasi der Regisseur das Live-End-Ergebnis, das typische Monitoring, was die machen, und das sehen auch die Gäste, weil wir haben den Zug mit eingebaut und so kann man, wenn man vorbeigeht, fährt, sehen, wie das Endergebnis des Films eigentlich aussehen soll, und das kann man da live dann sehen. Von der schönsten Szenerie geht es natürlich weiter. Und zwar brauchen wir natürlich auch Action, Action in Hollywood. Ohne Action wäre Hollywood auch nicht das, was es ist. Und deshalb haben wir natürlich unseren zweiten Lounge. Und der zweite Lounge ist natürlich auch intensiver. Wir werden hier mit ca. 60 Stundenkilometer gelauncht werden in den Außenbereich des Rides. Und wenn wir aus der Szenerie der Hollywood-Filmsets kommen, haben wir hier einen großen Tunneleingang. Und wir wollten natürlich auch in Anlehnung an Cop Car Chase, wollten wir natürlich auch ein kleines Autorennen mit einbauen. Und warum dann nicht die Besucher im Achterbahnzug gegen ein Auto ein Rennen fahren lassen? Und das werden wir auf jeden Fall hier tun. Und auf dieser Seite wird nachher wirklich ein Replika von einem Nissan 350Z wird dann mit den Besuchern ein Rennen fahren. Und dann werden die Besucher weiter geradeaus gelauncht in einen Tunnel. Beziehungsweise wir fahren hier in den Tunnelbereich ein. Hier kann man sich das ungefähr vorstellen. Der Tunnel ist noch Teil der Hollywood-Filmset-Szenerie. Und im Tunnel dann ist das Auto der Gangster. Und dann fährt man gegen das Auto der Gangster. Ein bisschen Fast and Furious und Kombi aus Cop Car Chase. Und dann geht's raus. Doch, tatsächlich. Ja, das war unsere allererste Idee, das brennende Auto zurückzubringen. Und die Option wäre gewesen, das brennende Auto natürlich bei der Ausfahrt, wie bei Cop Car Chase, über das Gebäude, über den Track hier fahren zu lassen. Ja. Haben wir alles auch statisch berechnet, aber wir bekommen ein Problem mit der Decke. Das hätte tatsächlich nicht gepasst. Und die Unterkonstruktion hätte uns nicht erlaubt, dass wir im unteren Bereich die Pre-Show haben. Also das sind die beiden Gründe, warum wir uns leider dagegen entschieden haben. Aber das hätte auch zur Folge gehabt, dass das Racing Car hier hätte nicht platziert werden können. Und dann haben wir uns lieber für den schöneren Effekt entschieden, dass man mit einem Auto um die Wette im Lounge fährt. Ich denke, das ist auf jeden Fall auch nochmal eine richtig coole Geschichte. Und das wird richtig toll ausgearbeitet hier von P&P und da freue ich mich drauf. Und ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein kleines Augenzwinkern dann Richtung Cop Car Chase. Und ja, wird eine coole Szene. Das ist schon, das Auto sieht schon ziemlich spektakulär aus und ist natürlich komplett aus Fiberglas, damit wir es auch wirklich ganz schnell vorwärts und rückwärts transportieren können, sobald der nächste Zug kommt, dass das Auto wieder auf Startposition ist. Also auch sehr, hört sich alles immer einfach an, aber dahinter stecken natürlich auch sehr aufwendige Effekte. Und da bin ich auch sehr glücklich, dass wir das mit P&P haben umsetzen können, weil die haben wirklich eine sehr, sehr gute Experience in all diesen Bereichen. Und es ist auch immer ganz gut, wenn die Thematisierung und die Special Effects auch aus einer Hand kommen. Und ja, das, was ich bis jetzt schon sehen konnte, sieht echt sehr, sehr vielversprechend aus. Und jetzt können wir, glaube ich, ganz gut sehen, dass die Jungs hier auch noch direkt die nächste Schiene installieren. Aber was vielleicht ganz gut ist, jetzt können wir auch noch mal sehen, dass der Wiedereintritt ins Gebäude, den wir uns gerade angeguckt haben, dass der genau über die Einfahrt zum Lounge und zum Switch angeordnet ist. Und von da oben gehen wir dann auch in die nächste Szene. Also wir werden hier aufgrund der Komplexität des Tracks haben wir es anders als bei Van Helsing so geplant, dass wir wirklich auf zwei Ebenen arbeiten werden, um auch mehr Szenen schaffen zu können. Das heißt, im oberen Bereich haben wir kleinere Szenen, aber da wollten wir auf jeden Fall auch Szenen mit einbauen. Es war uns auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir auf mehreren Ebenen arbeiten hier bei dem Ride, um einfach auch wirklich den Besuchern immer ein anderes Gefühl von Höhe und von Raum zu geben. Und das bietet sich natürlich hier ganz gut an in so einem Gebäude, wo wir circa 15 Meter Deckenhöhe haben. Und da kann man, glaube ich, ganz gut sehen, dass zum Beispiel dieser Wiedereintritt im Gebäude, der endet dann da vorne in der Kurve, was auch nochmal eine Szene ist, wo wir mit einem großen Backdrop arbeiten.
Eins meiner Lieblingselemente in der Studiotour ist zum Beispiel ein sehr, sehr großer handgemalter Backdrop. Der befindet sich im Grunde relativ unauffällig in einer Kurve im Innenbereich, nachdem man gelauncht worden ist. Draußen die Runde gedreht hat über das Tor, fährt man wieder rein, fährt an einem großen Studio-Backdrop vorbei. Das ist eine gemalte Szenerie eines der Moviepark-Studios. Ein sehr, sehr großes Element, gut 14 Meter breit, 3-4 Meter hoch. Also wirklich ein Riesenapparat. Und das ist einfach klasse, weil im Gegensatz zu den Musik- und Filmproduktionen, die wir üblicherweise machen, haben wir hier wirklich etwas Physisches, Sichtbares, Gewaltiges, Großes. Auch da ist es, glaube ich, ganz interessant zu sehen, dass das ganze Rigging für die Beleuchtung, für Sound, auch für die Aufhängung des Backdrops, dass das alles schon angebracht wurde, weil wir mussten natürlich hier, anders als es sonst üblich ist, mussten wir natürlich alles, was Thematisierung angeht und was wir in große Höhen bringen mussten zur Montage, mussten wir im Vorfeld schon alles anbringen, noch bevor der Coaster-Track hier drin war. Also wir arbeiten uns im Prinzip von hinten nach vorne im Gebäude durch, weil sonst können wir nämlich weder Thematisierung noch den ganzen Trockenbau, das ist alles nicht möglich. Also ist schon sehr diffizil hier alles aufeinander abgestimmt. Und deshalb hängen auch überall unter den Decken schon die ganzen Traversen zum Teil für die Beleuchtung, weil wir da nicht mehr drankommen nachher mit den Kränen und mit den Hebebühnen. Und muss also wirklich hier wie ein riesengroßes Puzzle, muss das alles durchgetaktet und durchgeplant sein mit allen Gewerken hier vor Ort. Also das ist auch wirklich die große Herausforderung bei diesem Projekt hier. Das kann man hier oben nochmal sehen. Diesen gigantischen Querträger, den wir hier eingezogen haben, damit der quasi die oberste Schiene stützt. Wenn wir ins Gebäude wieder einfahren, nachdem wir einmal den Studiotorbogen überfahren haben, da war es uns auch wichtig, dass wir ein bisschen der Form des Studiotors folgen. Das wird so ein bisschen, der Track wird hinterm Studiotor versteckt. Und dann, wenn wir auf Bodenniveau zurück sind, dann geht es relativ steil wieder oben ins Gebäude, um dann auf dieses Höhenlevel zu kommen. Hier queren wir dann auch einmal die letzte Szene, kann man ganz gut sehen, und queren natürlich. Da ist die letzte Szene, das Studio Sound Department, und hier ist die Lounge-Szene. Also wir queren im Prinzip zwei Szenen mit der oberen Schiene und gehen dann, hier wird auch nochmal, hier kann man, glaube ich, ganz gut schon sehen, wie wir diese Trennwände einziehen. Und je nach Akustik und je nach Statik haben wir einmal diese Sandwich-Panel, die wir als Trennwände einbauen, oder wir arbeiten hier wirklich mit diesen großen Molton-Wänden, die dann letztendlich auch den Schall gut absorbieren, damit wir in der Szene auch mit Sound arbeiten können. Wir haben natürlich auch den Onboard-Sound, da müssen wir auch ein bisschen auch aufpassen, dass das auch alles nicht clasht und dass das nachher mit dem Sound in den Szenen auch gut funktioniert. Und hier kann man aber schon ganz gut sehen, wie die nachher alle abgetrennt werden und die ganzen Traversen da oben. An der Traverse wird dann letztendlich der große Backdrop installiert und parallel dazu kann man hier oben auch die 4-Punkt-Traversen in schwarz sehen, damit die nachher auch in den Szenen gut verschwinden, wo das Licht dann eingehängt wird und die Speaker. Und wenn wir dann quasi durch diese Szene durchfahren, auch die wird wieder abgetrennt werden, geht es dann hier in die große, also da gibt es nochmal eine große Abschlusssequenz, das wird dann unsere King Kong-Sequenz sein im Helix. Also wir bauen hier wirklich dann den 6 Meter King Kong, bauen wir dann hier in die Mitte ein. So, hier kann man jetzt ganz gut sehen, das wird eine in sich geschlossene Szene werden. Wir haben hier wirklich 10 Meter hohe Wände, die diese ganze Szene komplett einmal umschließen. Und innerhalb dieser Szene wird natürlich unser großer Hauptakteur, unser 6 Meter großer King Kong eingebaut werden. Und der wird mit seinem Kopf, also dem Zug, folgen. Und hier geht es dann in dem Bereich am Ende, wo wir auch sehr close zur Wand der Halle sind. Da gibt es ein großes Billboard, wo wir einmal durchfahren, auch als Near-Miss-Element. Und dann geht es nochmal hier mit dem letzten Hop geht es nochmal rein in die Finalszene und das wird dann unser Sound Department sein. Aber hier werden wir nochmal richtig groß von der Dramaturgie her ein großes Finale haben. King Kong, großer Backdrop von LA im Hintergrund, wird super ausgeleuchtet werden. Das wird nochmal eine ganz, ganz coole Szene geben. Helikopter, geiler Sound, also da kriegen wir die Leute nochmal richtig, bevor es in der Finalszene wieder etwas ruhiger wird, ist hier nochmal ein riesengroßes Highlight am Ende der Fahrt. Aber andererseits auch eine Szene, die mir persönlich sehr gefällt, weil es einen persönlichen Bezug gibt, ist die Tonstudio-Szene am Ende, wo wir mit dem wirklich Original-Dirigenten der Musik, Peter Pejcik, eine Szene haben, in der er so den letzten Tusch, so das Ende im Grunde der Fahrt dirigiert und sich dann vor den Gästen verneigt. Also sind so viele kleine Details, auch in den medialen Inhalten, viele Easter Eggs, die wir verstecken konnten aus vorherigen Projekten, sei es musikalisch oder eben medial. Und das macht
die Studiotour besonders, aber es passt dann einfach auch so gut zum Thema Film, Easter Eggs zu verstecken, so kleine Dinge zu verstecken, die die Leute dann beim mehrmaligen Fahren entdecken können. Das Projekt bot sich einfach unglaublich gut dafür an. So, hier sehen wir mal einen kleinen Blick hinter den Kulissen. Hier sind wir am Sound Department, das ist quasi die letzte Szene vor der Station. Dort sieht man dann ein orchestrales Video, was wir live aufgenommen haben. Das ist tatsächlich die echte Orchesteraufnahme, die man auch hier hört. Und jetzt sieht man mal so eine Technik, wie groß eigentlich so eine Leinwand hier auch wirklich hinter den Kulissen ist. Hier sieht man beispielsweise auch den passenden Beamer dafür. Das wird dann entsprechend, wenn der Zug reinkommt, getriggert. Er weiß ganz genau, okay, der Zug ist an dieser Position, Trigger startet, Form öffnet sich und dann sieht man den Dirigenten, wie er mit dem Orchester agiert. Und er macht dann quasi den letzten Endtusch, bevor er in der Station reinfährt. Ja, hier sieht man zum Beispiel dann im Sound Department wirklich drin, welche Dimensionen also die Leinwandgröße wirklich hat. Ich meine, jetzt ist das Schöne, jetzt wo es jetzt mal gerade nicht bespielt ist, dass man auch wirklich sieht, wie groß das eigentlich ist, dass es auch rechts und links neben den Leisten auch bespielt wird. Im gesamten Ride ist ja auch eine kleine Hommage an die Vergangenheit vom Moviepark. Und so findet man hier so viele kleine Easter Eggs, aber auch wir haben einiges an Dingen verteilt, die einem bekannt vorkommen könnten. Und eins zeigen wir mal hier, weil die Wahrscheinlichkeit ist, dass man jetzt das hier auf einem Tisch sieht, dass hier die originale Soundtrack-CD von Star Trek oder sogar die originalen Noten liegen. Was man sieht, ist eher gering. Da der gesamte Media-Content von IMAScore bzw. IMAMotion kommt, wollen wir euch diese Firma auch näher bringen. IMAMotion ist entstanden aus IMAScore heraus. Also IMAScore hat immer den Musikteil übernommen und bei IMAMotion ging es dann langsam auch los mit dem Thema Film, generell mediale Inhalte abseits von der Musik. Und bei der Moviepark Studio Tour haben wir dann viel mehr übernommen als jemals zuvor. Also natürlich haben wir auch wieder Filminhalte produziert. Wir haben Pre-Show-Filme gemacht. Wir haben verschiedene Inhalte für die Szenen produziert, aber auch sehr viele Grafiken, wirklich sehr, sehr große Backdrops, die es dort gibt, Teile wirklich des Set-Designs mitentworfen und waren auch am Storytelling beteiligt. Auch das ist jetzt ein Teil von IMAMotion und das Ziel ist, dass auch mit dem, was wir in der Moviepark Studio-Tour gelernt haben, auch noch weiter nach draußen zu bringen. Also es war ein Projekt, bei dem wir viel gelernt haben, aber auch viel Vertrauen genossen haben vom Moviepark, wo wir viele Sachen zum ersten Mal nicht nur austesten, sondern wirklich auch verwirklichen durften. Glücklicherweise zur Zufriedenheit des Movieparks und natürlich jetzt, das wird sich dann über die Länge natürlich zeigen, auch zur Zufriedenheit der Gäste hoffentlich. Also man findet an vielen Stellen tatsächlich auch mal unser Studio wieder, also Aufnahmen hier aus den Räumlichkeiten von einer fiktiven Überwachungskamera, so will ich es mal sagen. Hat aber auch gleichzeitig musikalisch richtig schöne Anspielungen, auch an bereits bestehende Attraktionen im Park auf jeden Fall. Und was die visuellen Inhalte angeht, macht es Sinn, man vielleicht sich mal, wenn man die Möglichkeit hat, auch während der Fahrt, auch wenn man relativ rasch daran vorbeifährt, mal ein paar Plakate anzusehen. Da werden sich einige Namen vielleicht wiederfinden oder auch andere Künstler oder Dinge aus unserer Vergangenheit, die wir dort verewigen konnten. Eine der größten Herausforderungen war im Grunde, wie es eigentlich immer ist, die Zeit. Also wir hatten notorisch Zeitdruck, selbst am Anfang der Produktion, weil es doch extrem viele Inhalte waren. Also es gab unglaublich viele Bildschirme zu bespielen, es gab unglaublich viele musikalische Zonen, Onboard-Sound, der natürlich dann auf die jeweiligen Szenen eingehen musste und so weiter. Und dann war es natürlich auch wichtig, alle Gewerke da zusammenzubringen. Das war auf jeden Fall, es war spannend, es war eine positive Herausforderung auf jeden Fall, weil man doch am Ende nur gemeinsam die Geschichte erzählen konnte. Also teilweise hat man dann so einen Tag vor den Orchesteraufnahmen dann überhaupt erst so die finalen Sachen rübergeschickt. Das war wirklich eine Just-in-Time-Produktion, dass es dann mit dem Orchestrator war, dass er noch die letzten Noten schreiben konnte, damit es dann tags drauf aufgenommen werden konnte. Genauso bei den medialen Inhalten, also alles, was die Filme anging, war man wirklich regelmäßig vor Ort, hat dann nochmal überarbeitet, hat gemerkt, das Timing stimmt noch nicht. Jetzt hat man aber schon mit den Schauspielern gearbeitet, die teilweise aus Wien hierher geschafft worden sind in Corona-Zeiten, was sowieso schon eine Herausforderung war. Und dann musste aber doch noch gekürzt werden. Aber beim Pepper's Ghost zum Beispiel, was wir so
auch noch nie gemacht haben und so zum ersten Mal dort vor Ort umsetzen konnten, muss man gucken, wie kürzt man? Wie kann man noch ein paar Sekunden am Ende rausholen, weil es ja doch ein One-Take ist? Also wirklich eine durchgehende Szene, wo man nicht die Möglichkeit hat, Schnitte zu setzen. Das waren so die vielen, vielen kleinen Herausforderungen und die gab es halt wirklich bei jeder, wirklich im Grunde bei jedem Inhalt, muss man irgendwo gucken, wie erzählt man, und das ist die Quintessenz, eine gute Geschichte in kurzer Zeit und das auch noch mit wenig Zeit, das Ganze wirklich umzusetzen. Das heißt, man wollte ja eine Qualität bieten, das ist wichtig. Und ich bin auch der Meinung, dass die am Ende vor Ort zu finden ist. Aber man war doch in gewisser Art in so eine Art Dauerstress, das Ganze auch auf jeden Fall gut zu machen. Die größte Herausforderung war auf jeden Fall, alles zusammenzubringen, weil wir diesmal eben nicht nur verantwortlich waren für die Musik oder für den Film, wie üblicherweise, sondern jetzt auch noch viele weitere Aspekte hatten. Das ganze Storytelling, die Sprachaufnahmen, die notwendig waren. Also erstmal die Texte zu schreiben, den Charakter Sam zu entwickeln. Es war nämlich auch ein Teil unserer Arbeit, erstmal zum ersten Mal Character Design zu betreiben. Das Ganze dann zweidimensional und dreidimensional umzusetzen. Und dann musste alles auch noch funktionieren. Das heißt, das Timing musste bestmöglich passen, um die Geschichte in der kurzen Zeit, die eine Achterbahnfahrt doch nur dauert, zu erzählen. Und dabei geht die Fahrt ja schon relativ lang. Es ist ja die längste Fahrt im Grunde im Park. Und trotzdem hat man doch so wenig Zeit, eine schlüssige Geschichte zu erzählen. Und das musste man clever angehen auf jeden Fall. Das musste man organisieren, das musste man koordinieren. Das war auf jeden Fall eine Herausforderung, dass die Dinge zum richtigen Zeitpunkt abgespielt werden. Und dass man dann als Gast natürlich auch genau das sieht, was die Essenz ist, was man sehen soll. Das zu koordinieren war die größte Herausforderung auf jeden Fall. Es hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, was wir dahingehend genossen haben. Und auch mit den anderen Projektbeteiligten da zusammenzuarbeiten, war einfach klasse. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Wir sprechen hier ja immer wieder davon, dass die Studio-Tour eine Achterbahn ist. Gebaut wurde die Anlage von Intermin Amusement Rides aus Liechtenstein. Warum aber hat sich der Moviepark Germany genau für diesen Hersteller entschieden? Der Achterbahntyp, das war uns schon natürlich wichtig, dass wir die Story erzählen können. Die Grundidee der Kombination aus Themenfahrt und Achterbahn, die war da. Und diese Aufgabe haben wir dann an die Hersteller natürlich gerichtet. Und es gibt, ich denke, es machen andere Parks nicht anders, dann gibt es wirklich einen Pitch. Wir schreiben Bullet Points auf, was uns wichtig ist bei so einem Ride, welche Anforderungsprofile so ein Ride erfüllen muss, dass es halt spezielle Dark Ride-Elemente gibt, dass es aber auch Achterbahnsegmente gibt, dass wir natürlich versuchen, auch noch neben verschiedenartigen Streckenelementen und natürlich darüber auch nochmal Besonderheiten einzubauen, wie eine Drehplattform oder ein Switch oder ein Lounge oder rückwärts, vorwärts, all diese Sachen, die wir dann wunderbar in eine Story einbetten können. Diese Needs geben wir dann an die Hersteller. Und dann ist es tatsächlich so, dass die Hersteller uns, die werden kreativ in ihren Büros und die unterbreiten uns dann ein Proposal. Und auf Basis dessen geht man nochmal in die Diskussion. Dann wird das letztendlich mit unseren Ideen und mit dem Hersteller zusammengeführt. Und dann wird aus 2 bis 3 Herstellern wird letztendlich dann die Entscheidung getroffen, welcher Hersteller erfüllt in dem Moment zu einem hohen prozentualen Anteil genau unser Anforderungsprofil. Und dann entscheidet man sich für den Hersteller. Und wichtig ist uns, und das, denke ich, zeigt ganz gut die Erfahrung, die wir mit Mack Rides gemacht haben, dass es schon wichtig ist, dass man einen hochkarätigen und hochwertigen Fahrgeschäftehersteller in sein Parkportfolio überführt. Und da haben wir gute Erfahrungen mit gemacht. Und deshalb freuen wir uns, dass wir natürlich jetzt auch in diesem A-Level-Bereich weiter bleiben können. Und weil letztendlich sprechen die großen Hersteller natürlich auch für sich, was auch Downtimes angeht, was Maintenance-Support angeht. Und da freue ich mich riesig, dass wir das jetzt, dass wir jetzt unser Portfolio auch mit Intermin komplettieren können. Also man muss ganz ehrlich sagen und fair sagen, jeder Hersteller für sich hat wirklich einzigartige und tolle Sachen vorgestellt. Bei dem einen gefielen uns bestimmte Sachen besser als beim anderen. Und wir haben jetzt wirklich die Essenz aus allem mit Intermin bekommen. Und was aber nicht heißt, dass die anderen Hersteller nicht echt auch geile Konzepte angeboten haben. Und ja, aber Intermin matcht einfach auf die Storyline und auf unser Anforderungsprofil zu einem sehr, sehr, sehr hohen prozentualen Anteil. Und deshalb haben wir uns final dann auch für Intermin entschieden. Also da war nichts dabei, wo wir jetzt gesagt hätten, dass wir das nicht umsetzen wollen würden. Also im Gegenteil, sogar Intermin kam noch mit Ideen, die wir gar nicht so auf dem Schirm hatten. Und deshalb war das auch ein guter Match in dem Moment. Wir mussten uns natürlich hier etwas einschränken, was die Größe des Zuges angeht. Diese riesen Trümmer, wie wir die in den USA haben, die sind zwar richtig cool,
Aber das hätte hier nicht funktioniert, weil wir natürlich auf engem Raum ganz, ganz viele Szenen platzieren. Und wenn man sich mal den Footprint des Showgebäudes der Mumie anschaut, dann ist der doch deutlich größer als das, was wir hier vor Ort haben. Und deshalb haben wir die Züge kleiner gemacht, damit die auch wendiger sind, weil wir natürlich auch viele Kurven durchfahren, viele, viele Radien sind sehr eng. Und deshalb haben wir jetzt hier zwei Züge à sechs Personen, sodass wir 12 pro Zug anbieten können. Und davon haben wir dann 3 Züge, die wir dann im gesamten Fahrgeschäft haben. Ja, aber das war uns auf jeden Fall wichtig, dass wir zum Beispiel die Züge so zusammenführen, dass wir natürlich auch, wenn man familienverbunden ist, es ist ein Family Ride, dass wir auf jeden Fall maximal 6 Personen pro Zugeinheit zusammenführen können, sodass wir dann mit den 12 Sitzen, das sind ja dann 2 einzelne 6er-Züge, die geben eine Einheit, sodass wir auf jeden Fall dann auch 2, im besten Fall sogar 3 Familien gemeinschaftlich in so einem Zug abschicken können. Und, aber auch da musst du natürlich die Herausforderung im Track-Layout berücksichtigen. Also zu große Züge wären hier gar nicht machbar gewesen. Eine sehr wichtige Sache ist auch die Musik- und Soundeffektgestaltung bei so einem Ride. Also wollen wir natürlich von einem der Komponisten wissen, was hier die Aufgaben für die Musiker von IMAscore waren. Mein Name ist Andreas Küper, ich bin Mitgründer und leitender Komponist bei IMAscore. Wir haben den Soundtrack komponiert, produziert und auch aufgenommen in Budapest mit dem Budapester Filmorchester und dem Chor. Gleichzeitig natürlich wieder sehr viel Sounddesign und auch Sprachaufnahmen. Also wir mussten natürlich so diese goldene Ära der Filme so ein bisschen widerspiegeln. Das heißt, die Musik ist sehr filmisch, sehr Hollywood, so wie gesagt, die goldenen Zeiten quasi. Also auch so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen Retro-Charme, ne? Also sehr, sehr, sehr viele romantische Passagen auch. Nicht so dieses typische, die epische, große Musik, sondern eben sehr, ja, sehr emotional auch. Und gleichzeitig haben wir auch alte Soundtracks aus dem Park wieder aufgegriffen, gerade so im Wartebereich. Also wir haben verschiedene Zonen natürlich wieder, das heißt, man hört draußen die Musik mit dem großen Orchester, mit Ansagen vom Regisseur. Drin haben wir dann eben eher so diese, ja, so Foyer-Musik, so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen wie Fahrstuhlmusik, wo wir aber eben auch viele Themen aus dem Park wieder anspielen und dann natürlich auch ein Onboard-Soundtrack, was ich persönlich immer ganz cool finde, wenn man natürlich die Bahn auch vertonen kann in musikalischer Sicht. Der Park wollte natürlich eben auch dass gerade für die Achterbahn, also auch für den Onboard-Soundtrack natürlich auch epische Passagen drin sind. Das heißt, wir verlassen auch mal so diese klassische Filmmusik und gehen dann auch mal wieder so, ich sag mal, in den etwas typischen IMAscore-Sound, wenn es dann eben um die Achterbahn geht. Und ich persönlich hätte mir etwas mehr Lautstärke gerade in den Zügen gewünscht. Das ist bei Onboard-Systemen immer sehr, sehr schwierig. Aber klar, wenn man natürlich, man muss sehr viele Sachen beachten. Wir haben einen Zug, der klar mit dem Akku da fährt, das heißt, man hat nicht so viel Leistung, muss man immer wieder gucken, was für ein System kann man da nehmen. Wir selber haben gar keinen Einfluss darauf. Dann hast du natürlich Fahrtwind, dann schreiende Leute, ganz, ganz viele Faktoren, die es schwierig machen, dass ein Onboard-Soundtrack gehört werden kann. Und da hätte ich mir natürlich ein bisschen mehr gewünscht, aber ja, da haben wir keinen Einfluss drauf. Also gerade bei so einer Attraktion, wo es wirklich um Filmmusik geht, finde ich, ist echt das Orchester wirklich Pflicht, weil es vom Sound natürlich schon sehr menschlicher klingt. Also man muss vorstellen, das Orchester besteht aus 63 Leuten, die alle quasi da sitzen und ihre Noten spielen. Und da kommt sehr viel Menschliches rein, da kommt sehr viel Gefühl rein. Gleichzeitig auch ein echter Chor, 40-köpfiger Chor war das. Auch das ist digital nicht so gut abzubilden und der Park wollte natürlich auch hier bei dieser Attraktion mit echtem Orchester aufnehmen, einfach um zu zeigen, wir nehmen die Musik wirklich sehr ernst, wir wollen auch eine Soundtrack-CD rausbringen, das muss natürlich auch gut klingen und klar, echtes Orchester klingt halt immer noch am besten, gerade wenn es halt um diesen Filmmusikstil geht. Das Budapester Filmorchester ist unser Freizeitparkorchester immer gewesen, sage ich mal. Also wir haben mit denen immer die Freizeitpark-Soundtracks gemacht, einmal angefangen und immer zufrieden gewesen vom Klang. Wir mögen auch Budapest als Stadt, sind da immer sehr gerne. Das ganze Team dort ist sehr, sehr enthusiastisch und hat richtig Lust darauf. Aber letztendlich war es einfach auch so ein bisschen, wir hatten nicht so viel Zeit, wir wollten natürlich auch so, wir experimentieren gerne rum und nehmen auch mal ein anderes Orchester, aber in diesem Fall sagen wir gehen jetzt hier auf das Orchester, wo wir wissen, das funktioniert, das klingt gut, da wissen wir, was uns erwartet und deswegen haben wir uns wieder für die Budapester entschieden. Beim Sounddesign geht es um ganz viele Soundeffekte in der Bahn vor allem. Also wenn du in der Tornado-Szene bist, dass natürlich das Tornado aus allen möglichen Ecken kommt, Windgeräusche, wenn er dann rückwärts gelauncht wird, hast du einzelne Soundeffekte, zum Beispiel auch die Kuh, die wird ja da auch einmal angestrahlt, auch die hat einen einzelnen Sound.
Dann in der New York-Szene auch passiert sehr, sehr viel. Ich meine, das hört man ja auch, wenn man dann drin ist. Wir haben auch im zweiten Launch, wenn es dann eben aus der Halle rausgeht, haben wir sogar extra ein Audi TT aufgenommen mit Mikros. Das hätte man natürlich auch so im Archiv nehmen können, aber wir haben gesagt, ey, komm, wir machen jetzt einfach mal so wirklich mit Tonangel, setzen wir uns da ins Auto und nehmen wir aus allen möglichen Perspektiven das Auto und den Motor auf und haben den da eingebaut, einfach weil wir Lust drauf hatten und es Spaß gemacht hat. Also, bei den Stimmen geht es eben, draußen in der Q-Line geht es darum, dass wir eben diese Regieanweisungen haben. Man hört auch schon den Sam und auch schon den Andy, wie sie da so ein bisschen miteinander diskutieren, dass man so ein bisschen in die Story reinkommt. Gleichzeitig haben wir auch während der Fahrt natürlich Sam, der spricht, der, wie schon gesagt, leider nicht immer so gut zu hören ist. Das hängt auch momentan so ein bisschen davon ab, wo man im Zug sitzt. Und auch so Sachen wie Sicherheitsanweisungen und so. Das machen wir eigentlich immer, wenn der Parker nachfragt und immer so ein bisschen auch thematisch. Also nicht, dass so eine Standardstimme kommt und sagt so, hier, jetzt ist Rauchen verboten oder so, sondern dass schon auch der Regisseur das dann sagt in dem entsprechenden Ton. Dass man so ein bisschen nicht ganz aus der Story rausgerissen wird, weil diese Ansagen sind halt dann doch Pflicht. Die größte Herausforderung war wirklich dieser Filmmusik-Sound, weil wir, ich sag mal, unsere Musik, also es gibt diese moderne Filmmusik, die zum Beispiel auch Hans Zimmer und so macht, die ist etwas einfacher gestrickt, die ist sehr episch, die ist sehr brachial und fett produziert. In der klassischen Filmmusik, wie es zum Beispiel ein John Williams macht, ist es deutlich verspielter, deutlich arrangierter, alles, also nicht so, du kannst auch nicht so leicht einen Ohrwurm generieren, weil viele Instrumente ganz andere Dinge machen, als alle zusammen einfach nur Akkorde runterspielen. Und diesen Stil auch eben so hinzubekommen, das ist auch so ein bisschen nach Filmmusik, weil wir machen in dem Sinne halt, also wir als Komponisten machen selten Filmmusik, wir sind ja wirklich Freizeitpark- und Game-Komponisten, würde ich mal sagen, also klar, bei Trailer-Musik machen wir viel, aber diese wirkliche Hollywood-Filmmusik zu komponieren und dann auch, dass ein Orchester spielen kann, das war nicht einfach und dann natürlich auch unter Zeitdruck und die Aufnahmen in Budapest in Corona-Zeiten. Also normalerweise fliegt man da hin und dann ist das alles ganz easy, aber mit Testen, Genehmigungen, nur mit Auto dahin kommen, also eine ewig lange Fahrt, dann vor Ort das ganze Orchester mit Maske und Testen und alles, was dazugehört und immer gucken, dass alles wirklich, auch für die Filmaufnahmen leider schade, wenn natürlich alle Musiker Maske tragen müssen, weil wir haben ja auch das Orchester in der letzten Szene mit drin, beim Endtusch quasi, das ist auch das Orchester, was den Soundtrack aufgenommen hat, was man da sieht und das ist halt dann immer ein bisschen kompliziert, was wir so nicht gewohnt waren, ist halt in diesem Projekt tatsächlich ein bisschen schwieriger gewesen. Da muss man sich reinarbeiten auf jeden Fall. Also jeder von uns bringt natürlich auch gerne diesen Stil in alle möglichen Attraktionen rein, aber manchmal geht es auch darum so, dass man sagt, wir wollen es episch und wir wollen, dass ein Ohrwurm da drin ist und so weiter. Und wenn man dann, wie gesagt, die ganz klassische Filmmusik nimmt, dann ist es auch deutlich zeitaufwendiger. Und von daher mussten wir es wirklich reinarbeiten, haben auch gehört, was der Park natürlich für Vorstellungen hat. Der hat natürlich auch so ein paar Filmmusikstile und ein paar Links geschickt von Filmmusiken, die er meinte, könnten passen. Und da haben sich alle Komponisten, die beteiligt waren, auf jeden Fall sehr, sehr inspirieren lassen müssen. Und vor allem hatten wir Leute, die haben zum ersten Mal für Orchester geschrieben. Für die war das nochmal eine ganz andere Herausforderung. Gab es Probleme mit den Vorstellungen von IMAscore und der Spielbarkeit für ein Orchester? Es gab wieder mal Stellen, die nicht ganz so einfach fürs Orchester tatsächlich waren. Das hatte so ein bisschen rhythmische Gründe, aber sie haben es hinbekommen. Da guckt man aber auch immer wieder, weil du hast halt das Orchester für eine bestimmte Zeit. Also die bleiben nicht so lange, und bis es passt, sondern du hast diese Aufnahme gebucht quasi und wenn die das bis dahin nicht aufgenommen haben, dann hast du halt Pech gehabt. Also die müssen das schaffen in der Zeit und deswegen muss man immer gucken, wenn es irgendwo zu schwierig ist und die halten sich zu lange daran auf, dass man sagen muss, das vereinfachen wir jetzt, damit wir weiterkommen, damit wir die anderen Sachen auch noch aufnehmen können. Und da gab es ein, zwei Stellen in den Soundtracks, wo es doch sehr schwer zu spielen war für die Violinen. In diesem Fall und sie haben es dann doch hinbekommen, aber wir haben schon ganz klar ein Auge drauf gehabt und gesagt, okay, wenn es jetzt beim nächsten Mal nicht geht, dann machen wir eine Alternative. Dass man als Freizeitpark zu einer Musikproduktionsfirma geht, erzählt, was man sich wünscht und so weiter, können wir uns alle sicher vorstellen. Wie aber funktioniert das mit einer Achterbahn und deren Thematisierung? Ja, also wir haben ja da eine Grundidee. Wir haben dann ja schon, wir sind ja schon in den Schritten, dass wir einen Fahrgeschäftshersteller ausgewählt haben. Wir haben dann die Grundidee der Storyline, wo wir hinwollen. Wir haben die Thematik und all diese Sachen müssen natürlich jetzt zu Papier gebracht werden, in 3D übertragen werden, damit es eine einheitliche Geschichte gibt, an der man sich natürlich orientiert. Dann gibt es ein dickes Design-Booklet, was man in der Regel so 300 bis 400 Seiten hat, wo die Texturen, Oberflächen, Farben, wo die Abmaße drin sind, an denen
muss man sich ja dann nachher orientieren. Und das sind auch immer die Grundlagen der Diskussion, wenn Sachen geändert werden müssen. Dann muss man immer dieses Design-Booklet zu Rate ziehen. Und das ist zum Beispiel was, wir gehen mit dieser Grundidee und mit der Sache, die wir eigentlich erreichen wollen, gehen wir dann zur Leisure Expert Group. Und die haben natürlich auch ein sehr, sehr großes Team. Und mit diesem Team, das ist auch ein extrem langer Prozess, steigt man dann in so eine Art Brainstorming ein. Und dann geht es wirklich vor zurück. Die haben auch eine sehr große Expertise in der Freizeitparkindustrie. Die bringen auch neue Ideen mit ein. Wir verwerfen auch teilweise Ideen, die wir dann hatten, weil die vielleicht gar nicht so gut passen. Die haben auch nochmal einen ganzheitlichen Blick auf das Storytelling. Und dann entwickelt man wirklich in einem sehr langen Prozess, also das darf man nicht unterschätzen, dann entwickelt man diese Attraktion zusammen mit diesen kreativen Köpfen. Und dann entwickelt sich das. Und dann hat man wirklich 16, 17 bis 20 verschiedene Versionen, bis wir dann da sind, wo wir eigentlich hinwollen. Und selbst dann nehmen wir manchmal noch Änderungen vor, weil sich dann herausstellt, dass bestimmte Sachen baulicher Art und Weise vor Ort nicht funktionieren. Zum Beispiel jetzt, heute haben wir gerade festgestellt, dass ein Teil der Fassaden nicht gerade zentriert im Blickpunkt ist, obwohl das im Design so eingezeichnet ist. Das heißt also, morgen muss nochmal der Kran kommen, dann werden wir noch eine ganze Fassade um einen Meter versetzen müssen. Aber das sind so Sachen, trotz 3D-Modellen, die es mittlerweile gibt und alle Designs, auch Intermin, das wird alles zusammengeführt in ein 3D-Modell. Aber auch so ein 3D-Modell kann nicht wiedergeben, wie nachher vor Ort wirklich die Gegebenheiten sind. Und das sieht man dann erst jetzt. Dann haben wir noch festgestellt, okay, in den Fenstern, die wir haben, sollen ja auch Plasma-Screens eingebaut werden, weil auch hinter den Fenstern was passiert. Ein Fenster ist verdeckt, das kann man auch nicht von unten sehen. Also müssen wir dann auch wieder umplanen in der Audio-Videotechnik. Dann müssen die versetzt werden. Also da gibt es immer mal so Punkte, die dann den Prozess nochmal, wo wir einfach nochmal neu den Ball aufnehmen müssen und das dann nochmal ändern müssen. Und das macht man in diesen Prozessen und die Leisure Expert Group entwickelt letztendlich unsere Ideen weiter und bringt die zu Papier, in Farbe und geht dann wirklich so tief in die einzelnen Segmente rein. Da ist dann halt wirklich der Farbcode für jedes Fenster, für jeden Dachsims und Größenabmessung und das ist schon, und da werden auch wirklich auf viele Wochen werden Farben diskutiert, Farbschema. Die Station, wollen wir die im Corporate Design haben, aber wir haben ja schon mal gesagt, dass wir ein anderes Corporate Design haben wollen, weil die Moviepark Studios als Brand ja jetzt nicht 1:1 eine Copy von Moviepark Germany Brand sein sollen. Es soll ja quasi eine Art Dachmarke werden. Und deshalb haben wir uns da auch entschieden, dem ein ganz anderes Corporate Design zu geben, andere Farbverläufe. Da werden wir jetzt auch zum ersten Mal, das Logo ist ja jetzt schon, es soll ja Gold anmuten, aber es sind ja eher diese Gelbtöne. Hier gehen wir wirklich, weil hier können wir es im Ride jetzt machen, hier haben wir wirklich eine Kombination aus einem wirklich ganz tollen Blauton, den wir dann mit Gold kombinieren, um das Ganze auch ein bisschen edler zu gestalten. Wir wollen ja auch ein gewisses Feeling kreieren und es soll ja schon auf einem ganz hohen Level sein, qualitativ. Und all diese Diskussionen, die führt man dann im Designprozess. Genau, also wenn wir das dann von Leisure Expert bekommen, das ist dann so ein dicker Katalog mit Zeichnungen und mit Skizzen, 3D-Modellen. Damit gehen wir dann auch zu unserem Projektleiter. Das ist dann der nächste Schritt. Und unser Projektleiter schreibt dann dieses Projekt aus bei verschiedenen Designfirmen. Und wie üblich in der Wirtschaft auch, wird dann geguckt, okay, wer kann überhaupt diese Bedürfnisse umsetzen? Hier war es uns zum Beispiel wichtig, dass wir natürlich Special Effects, Technik, Audio, Video aus einer Hand bekommen, weil wir natürlich auch da schon gewisse Erfahrungen bei Star Trek gemacht haben, wo das nicht immer ganz so hundertprozentig gut funktioniert hat, so viele Gewerke zusammenzubringen in unterschiedlicher Ausführung. Und deshalb wollten wir das jetzt bei diesem Projekt hier deutlich besser machen und auch deshalb einen Hersteller haben, der uns wirklich alles aus einer Hand bieten kann, weil das macht es nachher auch ganz einfach mit den Gewerken, das zu koordinieren. Dann hat man wirklich eine flache Hierarchie, man kann ganz schnell Entscheidungen treffen und die kriegen dann so ein Booklet. Und auf Basis dieses Booklets, das wird dann quasi wieder dieses Design-Booklet, also quasi das Kreative, wird dann wieder transferiert in 20 Excel-Sheets mit den einzelnen Segmenten, Fassade, Auto, Technik, Audio, Video, Licht, Speaker, was weiß ich nicht was. Da ist wirklich jeder einzelne Lautsprecher dann aufgeführt. Und dann hat man eine Art Liste Hardware, was man braucht. Und mit dem Anforderungsprofil bekommt man dann quasi ein Angebot von den Firmen. Und auf Basis dessen wird natürlich dann nochmal verhandelt, nachverhandelt. Dann wird geguckt, okay, wer kann das am besten anbieten? Wer hat auch da gibt es ja dann nochmal eine riesen Bandbreite. Dann gibt es ja, welche Speaker nutzen die, welche Beamer benutzen die,
welche Hardware nutzen die denn im Technikbereich, wie ist die Veredelung, Brandschutz ist mittlerweile ein riesengroßes Thema, es muss natürlich auch die gesamten Fassaden, alles muss in bestimmten Brandschutzklassen ausgeführt werden, was so ein Projekt natürlich auch nochmal deutlich teurer macht, weil man bestimmte Holzsorten benutzen muss und all das wird dann berücksichtigt in so einer Ausschreibung und bei dieser Angebots, wenn wir das Angebot dann erhalten und von daher ist das schon nochmal ein sehr, sehr komplexes Thema, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber ja, so geht das ungefähr noch komplexer, aber so ist es vielleicht mal kurz runtergebrochen, damit man verstehen kann, dass solche Projekte sehr viel Zeit, warum diese Projekte so sehr viel Zeit im Vorfeld in Anspruch nehmen. Von der ersten Idee bis wirklich dann zur Vertragsunterschrift und letztendlich zur ersten Anlieferung zum Bau hier im Park. So, ich glaube, wir können am besten das, wie das jetzt gerade funktioniert, was wir jetzt tun in diesem Design und im Bauprozess, in dem wir uns jetzt gerade befinden, das können wir vielleicht mal ganz kurz erläutern anhand so einer Skizze, einer exemplarischen Szene, die wir uns jetzt mal rauspicken aus dem Design-Booklet, was die Leisure Expert Group für den Ride erstellt hat. Und zwar, wir haben die Szenen natürlich alle unterteilt in verschiedene Sequenzen. Alle haben eine bestimmte Nummer, Namen, Buchstaben, damit wir die auch zuordnen können, weil wir sprechen dann jetzt nicht immer über die Szenen selbst, sondern das ist ja so ein komplexes Thema, dass man nachher noch, wenn wir jetzt mit dem gesamten Team zusammensitzen und sagt, okay, Szene G, okay, dann weiß jeder Bescheid, worum es sich handelt und so ist das dann auch letztendlich in diesen Design-Booklets unterteilt. Ja, dann haben wir auch immer nochmal zu Anfang, haben wir eine Beschreibung der Szene, was in dieser Szene genau passiert, damit man sich immer da so ein bisschen dran orientieren kann, weil es gibt ja eine Storyline und die Storyline ist auch immer dieser jeweiligen Szene zugeordnet. Dann haben wir immer die entsprechende Draufsicht, wo wir uns im Gebäude befinden, haben dann aber auch nochmal immer die Szenen, die an diese Szene andocken, auch nochmal mit eingezeichnet, damit, wenn man jetzt zum Beispiel bespricht, Transition von einer Szene in die nächste, damit die jetzt nicht hier abgecuttet ist, sondern man wirklich weiß, okay, was passiert nochmal hier in der Szene? Ah, da ist die Drehplattform und von der Drehplattform geht es in diese Szene. Wie grenzen wir diese Szene ab? Wie ist die Transition von Szene F zu Szene G? All das muss man natürlich auch immer berücksichtigen, wenn man so eine Szene dann bespricht im Projektmeeting oder was auch immer gerade notwendig ist, wenn wir hier Änderungen vornehmen. Aber hier würde ich mir jetzt exemplarisch einfach mal Szene G rausnehmen. Die haben wir auch gerade auf der Baustelle schon gesehen. Ja, das sind dann halt diese Fassaden und das ist im Prinzip die Sequenz, bevor wir in den zweiten Lounge einfahren. Und dann hat man hier, wichtig ist natürlich auch immer der Safety Envelope, weil der Ride an sich natürlich auch immer einen gewissen Sicherheitsbereich hat, damit die Deko und Props, die wir bauen, nicht in diesen Sicherheitsbereich eingreifen. Deshalb ist das im Vorfeld schon mal alles eingezeichnet, auch planerisch, damit wir da nicht in Konflikt geraten. Das wird natürlich später auch nochmal alles vor Ort gemessen und auch vom TÜV überprüft, aber auch für uns, damit wir in der Planungsphase genau wissen, okay, worauf müssen wir achten? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte hier unbedingt ein Auto haben, dann weiß ich genau, okay, ich kann das Auto nicht näher als hier platzieren auf der Plattform. Und dafür haben wir ja nochmal den Safety Envelope, so nennen wir das. So, hier haben wir dann schon mal eine Draufsicht, die ermöglicht uns das einfach immer ganz gut schon mal oben gedanklich, planerisch auch in die Szene einzusteigen. Welchen Blickwinkel hat der Besucher? Welche Abmessung haben wir hier? Welche Dimension, damit man sich das auch einfach ein bisschen besser vorstellen kann. Hier ist es jetzt so, dass wir einmal die Fassaden eingezeichnet sehen in der Draufsicht. Hier ist die Brücke, die wir gerade auch schon gesehen haben. Damit wir ein bisschen Dynamik in die Szene bringen, haben wir natürlich hier Gullideckel, die werden qualmen. Dann kommen da Nebelmaschinen unter die Gullideckel. Hier haben wir das Firehouse, hier ist der Eingang zum Subway. Dann haben wir ja heute festgestellt, okay, hier ist zum Beispiel dieser Eingang zur Subway. Das ist jetzt im Design relativ gesqueezed hier in die Ecke. Also werden wir, und das haben wir heute dann mit P&P vor Ort gemeinsam entschieden, werden wir das Firehouse auf jeden Fall verrücken. Und das sind solche Entscheidungen können wir natürlich treffen anhand der Designs. Die werden aber auch erst wirklich sichtbar, wenn man die ganze Szenerie aufgebaut hat. Hier haben wir zum Beispiel einen Truck. Aus dem Truck, da haben wir ja auch, wir haben ja gesagt, wir wollen in jeder Szene sehr viel Dynamik haben, dass sich auch viel bewegt, dass Sachen passieren. Hier ist zum Beispiel so, dass in dem Truck halt wirklich hier auch ein Auto rausgeschoben wird. Also das soll so ein bisschen so anmuten, als wenn wir wirklich gerade eine Szene aufbauen, bevor es dann in diese Schlusssequenz geht, wo wir die Race-Szene haben. Und hier gibt es Greenscreen-Leinwände. Hier ist auch der Safety Envelope nochmal eingezeichnet. Dann allerdings schon im Design, so wie auch die Oberflächen sind. Auf der nächsten Seite kann man dann auch nochmal sehen, wie die Brücke dann in die Szene eingefügt wird. Also da picken wir uns dann einzelne Elemente raus, die dann quasi aber auch nochmal in die gesamten Abmessungen hier eingefügt werden. So kann man ungefähr sehen, hier ist zum Beispiel jetzt
wenn wir nochmal zurückspringen, ne, dass die gesamte Szene in dem Bereich halt über 24 Meter lang ist. Und hier haben wir dann 17 Meter und so orientieren wir uns dann so an den Dimensionen und auf Basis dessen, das gibt es nochmal deutlich komplexer dann auch in Hand einer 3D-Skizze und eines 3D-Modells. Das ist jetzt eher so ein bisschen, das ist ja auch der erste Aufschlag, mit dem wir dann anfangen zu arbeiten. Hier kann man dann auch nochmal sehen, wie das dann übereinander gelegt wird. Und hier fangen wir dann schon an mit ersten Texturen, welche Farbschemata wir haben. Die sind dann jeweils zugeordnet, damit wir bei der zum Beispiel PMP natürlich bei der Designausführung weiß, okay, hier die Brücke, die hat letztendlich dann auch ein Metallerscheinungsbild, ein bisschen rusty, ein bisschen in diesem Grün, dass es ein bisschen Patina hat. Und anhand, hier sind schon die ganzen Farbcodes aufgedruckt und anhand dieser Farbcodes orientieren wir uns dann in der Endausführung. Und das sind halt auch Grundlagen für Diskussionen. Also dann gehen wir auch wirklich dann mit diesen ganzen Farbcodes, gehen wir dann wirklich auch in die Diskussion und gucken, okay, welche Farbe passt hier besser. Hier hat man nochmal einen Querschnitt durchs Gebäude, damit wir auch genau wissen, okay, wo befinden wir uns? So, wir steigen hier bei 2,10 Meter ein und gehen dann nachher runter. Das ist dann auch nochmal hier der Safety Envelope, den wir eingezeigt haben. Und hier hat man dann auch nochmal letztendlich die Position, wir nennen das einen sogenannten Floor Plan, damit wir okay wissen, okay, wie verläuft denn überhaupt der Boden, der sich dann rechts und links des Rides orientiert. Hier kann man das ganz gut dann nochmal sehen, dass wir hier natürlich einen Verlauf haben von 2,10 Meter runter zum Lounge. Und dann kann man hier schon erste Designelemente sehen, die dann auf der gegenüberliegenden Seite platziert werden. Und daran orientiert sich dann letztendlich auch P&P, vom wirklich Signage bis hin zu den Lampen, zu den Backgrounds und auch die Kisten, dass das mit Logos versehen wird. Und hier ist dann quasi nochmal die Rückansicht der Brücke. Hier haben wir dann die nächste Szene, wo wir dann in den Tunnel einfahren. Die wird ja dann nochmal angewinkelt. Dann kann man hier das Auto sehen, das ist schematisch schon mal angedeutet. Und hier ist nochmal der Safety Envelope vom Ride. Hier unten, das stellt den Track dar. Und das wird dann auch nochmal in Betracht gezogen. So, hier können wir jetzt das Firehouse sehen und hier sieht man jetzt zum Beispiel, was wir heute festgestellt haben. Hier ist der Eingang zur Subway und das kommt tatsächlich zu nahe an die Einfahrt des Firehouses und deshalb werden wir jetzt das ganze Firehouse verrücken, werden auch diesen Backdrop, den es gibt, also wir haben auch fotorealistische Backdrops, auch über dem Tunnel, damit arbeiten die auch im Film. Hier war es uns zum Beispiel ganz wichtig, dass wir natürlich auch analog zum Film, zur Filmproduktion auch arbeiten, wie die Leute das beim Film tun. Also auch mit den Sets, hier oben mit den Aufbauten an den Sets, wo dann auch die Scheinwerfer angebracht werden. Hier ist dann der Tunnel, das sind dann halt auch wirklich immer diese verschiedenen Perspektiven, die wir haben. Und der Tunnel kriegt auch hier oben nochmal eine LED-Anzeige. Und das soll ja so ein bisschen aussehen wie eine Baustelle. Und der ist auch schon komplett produziert worden bei P&P in den Niederlanden. Wie passt eine Studiotour am Ende des Tages eigentlich direkt neben das Nickland im Moviepark? Es ist natürlich auch wieder so ein bisschen der Vorteil der Moviepark Studios, dass wir natürlich auch das Nickland als einen Teil der Moviepark Studios betrachten können. Und wenn man die Studios in den Vereinigten Staaten kennt, wo wirklich das europäische Filmset ans Western-Filmset grenzt und die sind teilweise dicht an dicht, Gebäudefassade an Gebäudefassade, dann kann man natürlich so ein bisschen jetzt auch sich das zunutze machen und sagen, okay, das ist das Set, was an das nächste Set grenzt, da sind die Studios, Excalibur ist auch wieder ein eigenes Set für sich und deshalb macht es das, glaube ich, ganz einfach für uns, dass wir diese Geschichte so erzählen können und dass wir das halt auch ein bisschen harter abgrenzen können. Das Nickland an sich bleibt so weiter bestehen, wie es ist. Aber auch das Thema Studios, Filmstudios, Film und Fernsehen macht natürlich auch einen smoothen Übergang möglich. Ich glaube, eine Lizenzattraktion oder irgendwas, was jetzt wirklich komplett konträr auch zum Thema Nickelodeon gewesen wäre, hätte natürlich nicht gepasst. Und dann wäre dieser Cut noch viel, viel signifikanter und extremer gewesen. Aber hier denke ich, ein TV-Studio, ein Filmstudio matcht tatsächlich sogar ganz gut mit dem Set des Nicklands im direkten Bereich oder in direkter Nähe. Und insofern sehe ich da gar kein so großes Problem. Aber wir müssen uns natürlich auch, und da müssen wir ganz fair und ehrlich sein, wir müssen uns natürlich die vorhandene Infrastruktur zunutze machen. Und wenn sie nun mal leider so eingebettet im hinteren Bereich liegt, dann müssen wir das Beste draus machen. Und das tun wir jetzt. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass das ganz gut miteinander harmonieren wird. Also wir versuchen natürlich auch von der Positionierung der Elemente, die wir anbieten, auch im Außenbereich, dass das alles ganz gut funktioniert. Natürlich ist der Doraberg ein ganz großer thematischer
Blickfang, den wir da im Nickland haben. Aber wir haben schon versucht, auch das Studiotor genauso zu positionieren. Wir werden auch an der Seite natürlich noch Grünfläche wegnehmen, dass wir auf jeden Fall einen guten Point of View haben auf das Studiotor. Und den Wasserturm werden wir auch so setzen, dass der zum Beispiel, wenn man das Nickland betritt, dass man das auch hinten sieht und dass das eine gute Harmonie miteinander ergibt. Auch farblich werden wir uns da ein bisschen separieren. Und das wird auf jeden Fall vom Endergebnis wird das nachher ganz gut passen. Da wussten wir es natürlich schon, dass zeitnah was passieren wird. Also da sind natürlich solche Projekte auch schon lange in der Schublade. Und irgendwann gibt es dann auch den Startpunkt, so ein Projekt umzusetzen. Und insofern haben wir auch das letzte dritte Jahr. Viele haben ja spekuliert und gemutmaßt. Kann ja gar nicht passieren. Die haben ja die Lizenz. Da muss man aber auch einfach sagen, okay, was ist in dem Moment für uns wichtiger strategisch? Ist es jetzt eine temporäre Halloween-Attraktion, die 23 Tage im Jahr geöffnet hat, oder ist es ein großer Major-Ride, der unserem Parkpublikum das gesamte Jahr zur Verfügung steht? Insofern ist die Entscheidung da ganz schnell und einfach auch gefallen. Und also das ist vom Standort her natürlich, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, wir haben natürlich diese perfekte Infrastruktur noch von Warner Brothers Movie World hier und die Halle hat einfach mit knapp 4000 Quadratmetern, gibt sie uns so viele Möglichkeiten, so viel Spielraum, Witterungsunabhängigkeit, das ist ja auch immer ein großes Thema in der Freizeitparkindustrie, dass wir witterungsunabhängig natürlich einen Ride präsentieren können und auch szenerisch und auch von der Storyline, vom Storytelling ist es immer unfassbar schwer, sowas in Outdoor zu tun. Wir sehen zum Beispiel bei Star Trek, das größte Manko ist natürlich der Outdoor-Part, wo wir einfach, wie sollen wir das Weltall simulieren? Wir hätten natürlich eine riesengroße Halle drumherum bauen können. Hier machen wir es jetzt einfach so, dass wir wirklich die perfekte Infrastruktur nutzen und den Ride in die Halle bauen. Und deshalb haben wir uns auch dafür entschieden, weil so eine Halle muss mit Leben gefüllt werden. Und da ist es ganz, ganz, ganz wichtig, immer zu schauen, okay, die Hardware, die Storyline, die Thematisierung. Hier ist es ja auch wirklich so, dass wir gesagt haben, wir müssen noch viel mehr Hauptaugenmerk auf die Thematisierung legen. Das muss ein ganz, ganz gewichtiger Teil sein. Und deshalb ist so eine Halle immer ganz dankbar, weil so eine Halle und die Infrastruktur, so eine Halle zu errichten, das verschlingt schon ein paar Millionen und jetzt haben wir sie. Und warum nicht auch wirklich dann smart nutzen und umnutzen, um dann wirklich ein ganz fantastisches Gesamterlebnis zu schaffen. Kurz bevor so eine Attraktion fertig ist und das meiste schon gebaut ist, könnte man meinen, dass es entspannter wird. Das ist aber in Wirklichkeit genau das Gegenteil. Die letzten Wochen ist es tatsächlich, geht es hier hoch her auf der Baustelle. Das ist dann immer, wenn man wirklich in den finalen Phasen ist, wo alle Gewerke dann nochmal zusammenkommen. Das Projekt erwacht mit jedem Tag mehr und mehr zum Leben. Man kann ganz, ganz viel erkennen. Die Szenen sind in großen Teilen schon fertiggestellt. Dann geht es an sogenannte Set-Dressing. Das werden wir jetzt die nächsten Wochen machen. Set-Dressing ist dann letztendlich wirklich das Feintuning der thematischen Details. Also die ganzen Szenen, da wird den Leben eingehaucht. Dazu gehört dann aber auch Licht- und Show-Programmierung. Das ist natürlich auch extrem wichtig, gerade bei so einem Special-Effect-Coaster, wie wir ihn hier gebaut haben. Und das findet jetzt alles parallel statt. Was wir auch vorhin gesehen haben, wir bauen auch noch zusätzliche Szenensequenzen ein, die wir jetzt erst einbauen können, weil wir natürlich ganz eng getaktete Schedules haben. Der Zug oder der, wir haben natürlich auch ganz, das ist natürlich das Primäre und Wichtigste erstmal bei so einer Anlage, dass der Zug fährt, dass wir die Anlage einstellen, dass wir die Sensoren einstellen, die Trigger einstellen und das haben wir die ganzen letzten 4 bis 5 Wochen intensiv gemacht. Wir haben hier im Zwei-Schicht-Betrieb gearbeitet auf der Baustelle. Das heißt, von morgens 6 bis mittags 14 Uhr waren die ganzen Thematisierungsfirmen hier vor Ort, Audio, Video etc. Und ab 14 Uhr haben wir dann bis tief in die Nacht immer rein mit Intermin die ganzen Probefahrten gemacht, die Anlage eingestellt. Der TÜV war schon vor Ort. Es ist so viel, was in den letzten Wochen passiert ist. Das ist der Wahnsinn. Aber das ist jetzt so, das ist jetzt kommt's. Jetzt erwacht es zum Leben und jetzt macht es richtig Spaß, weil man jetzt alles sieht. Jetzt, wir fangen schon an, in Teilen auch Lichtstimmungen zu programmieren. Musik, Feintuning. Jetzt am Wochenende haben wir zum Beispiel auch mit Imascore und Imamotion haben wir schon eine erste Review vom Media-Content gehabt. Da werden jetzt auch noch Anpassungen vorgenommen. Und wir müssen natürlich jetzt den Zug und die Fahrt in Einklang bringen mit Media-Content, mit Musik, mit Effekten. Das wird nochmal eine ganze Zeit in Anspruch nehmen. Das wird auch mal eine ganz große Herausforderung bei so einer Anlage, weil wir haben ja nicht einfach nur die Achterbahn hier, die fährt, sondern das muss wirklich auf den Punkt genau passieren. Wo fadet Licht ein? Wo setzt Sound ein? Wo geht was raus? Wo setze ich genau den akzentuierten Punkt der Idee, die wir dahinter haben? Also das ist bei so einer Anlage noch eine ganz, ganz große Herausforderung. Aber da haben wir schon mit angefangen. Und das wird die nächsten Wochen auch noch weiter passieren. Wir
Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Moviepark Studio Tour, weil wir denken, dass es die perfekte Attraktion für den Park ist. Es widerspiegelt im Grunde die komplette DNA dieses Parks, ist dort in dieser Attraktion zu finden. Sei es, dass es eine Achterbahnfahrt ist, aber auch von der Geschichte, die dort erzählt wird, von den Easter Eggs, die dort zu finden sind. Es ist sehr viel Historie darin zu finden. Wenn man mal genauer hinguckt, findet man viele alte Pläne auch noch aus Anfangszeiten des Parks. Also es sind so viele Details und in die kann man, aus meiner Sicht, konnte man sich nur drin verlieben, was das angeht, weil man einfach eine unglaublich große Leinwand hatte, eine Spielwiese. Und wir freuen uns immer darüber, wenn wir sehen, wenn Gäste bestimmte Kleinigkeiten entdecken, sich allgemein an Attraktionen erfreuen. Das ist ja das Maßgebliche. Natürlich, der in Anführungsstrichen normale Gast, der normale Tagesbesucher, der erlebt, das soll das einfach nur erleben und Spaß haben. Und wir merken, dass das Familien damit haben. Und damit, das ist der Gradmesser im Grunde zum Glücklichsein. Die Musik wird wahrgenommen, die Leute fragen nach einer CD. Auch das ist der nächste Gradmesser für die Arbeit unserer Komponisten. Das heißt, die Leute wollen das haben und die CD wird auch auf jeden Fall kommen. Sie ist jetzt gerade in Arbeit. Es gab ja bereits eine Limited Edition. Bald kommt die richtige. Und das ist einfach, wenn man merkt, den Leuten gefällt das, was man macht, indem sie nachfragen, ob sie das für zu Hause haben können, ist das das größte Lob, was man bekommen kann. Und dann natürlich sind wir grundsätzlich auch zufrieden. Es gibt immer Möglichkeiten, was besser zu machen. Das gibt es auf jeden Fall. Wir haben viel aus diesem Projekt gelernt. Vieles, was wir auch in zukünftige Projekte rübertragen können. Das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt für uns auch als Unternehmen, für IMAScore genauso wie für IMAMotion. Und wir freuen uns sehr, was daraus noch alles entwächst. Die pandemische Lage macht, wie gesagt, einiges nicht einfacher. Wie sieht der Zeitplan für die Studiotour aus? Ja, unser Plan für die Baustelle, toi toi toi, der ist tatsächlich, also wir sind immer noch im Zeitplan, den wir uns gesetzt haben. Wir haben ja wirklich sehr gutes Projektmanagement und wir haben auch wirklich ganz, ganz tolle Gewerke, mit denen wir zusammenarbeiten. Und durch den Zweischichtbetrieb hier auf der Baustelle, das ermöglicht uns natürlich auch große Schritte vorwärts zu machen. Und großer Wunsch wäre sicherlich irgendwann zu Beginn im Juni, hoffen wir, dass der Park dann auch schon aufmachen darf. Da sind wir jetzt auch schon im Hintergrund wirklich sehr aktiv, auch unser Geschäftsführer in Gesprächen mit Politik, mit den lokalen Behörden, um auch hier Öffnungsperspektiven zu bekommen. Nicht auf Biegen und Brechen, natürlich in der aktuellen Situation, aber auch da bereiten wir uns intensiv drauf vor und dann hoffen wir, und es wird wahrscheinlich so sein, dass der Ride dann sicherlich zeitgleich vielleicht sogar eröffnet mit der Parkeröffnung. Also das wäre auch mal hier in der Geschichte des Movieparks auch nochmal eine ganz coole Geschichte. Und wir geben Gas in allen Bereichen des Parks. Ne? Also das sowohl alles, was im Hintergrund passiert, damit wir wieder eine sichere Öffnung für unsere Gäste gewährleisten können, aber auch hier auf der Baustelle. Also das fordert uns natürlich alle. Auch unser Team ist hier extrem involviert in das Projekt. Alle Maler, Schreiner und hier wird an allen Ecken und Enden gearbeitet. Und das ist auch so ein Herzensprojekt vom ganzen Team. Man merkt das natürlich. Und deshalb macht das auch nochmal umso mehr Spaß, weil jeder ist hier so eng miteinander verzahnt und jeder bringt sein Herzblut hier mit ein. Und das bereitet allen echt extrem große Freude und das sieht man dann hoffentlich am Ende auch. Eine Attraktion mit so viel Media-Content bietet auch noch neue, weitere Möglichkeiten. Wir haben ein Halloween-Overlay geschaffen, zusammen mit IMAScore und IMAMotion. Bietet sich bei so einem Ride natürlich an. Sehr viel Multimedia, sehr viel Screens, die wir bedienen können mit Content. Und da wir natürlich auch unser Halloween-Angebot stetig erweitern möchten und wir merken, wir müssen natürlich der steigenden Gästeanzahl auch Rechnung tragen. Hier geht es auch um Crowd-Management. Wir müssen natürlich auch gucken, wie verteilen wir die Gäste im Park ideal, dass wir alle Bereiche des Parks nutzen. Und wer schon mal nach 8 Uhr abends an einem Halloween-Abend im Nickland war, der weiß, außer der Wilden Maus und vielleicht noch dem Splatosphere, ist da nicht mehr so viel los. Und jetzt mit der neuen Moviepark Studio-Tour haben wir natürlich wirklich das große Glück, dass wir einen Ride haben, den wir auch ganz easy, mal eben ist es nicht gemacht, aber den wir natürlich einfach mittlerweile auf Knopfdruck umswitchen können in einen Halloween-Modus. Und da haben wir dann aber auch wirklich jetzt wieder Splatter-Content eingebaut, sodass auch wirklich da wieder für die ganzen Horror-Fans sich ein tolles Umfeld bietet und der Ride an sich. Wir haben Licht neu programmiert, es gibt neuen Sound, also im Flur das Licht runtergedimmt, die Lichter flackern. Selbst die Safeties sind umgeswitcht worden und schöne Geschichte, wird sehr gut angenommen von den Gästen. Wir sind sehr glücklich, dass wir das in so kurzer Zeit auch noch mit den Kollegen von IMAMotion und IMAScore haben umsetzen dürfen. Und ich finde es sehr gelungen, es macht super viel Spaß. Nach so viel Arbeit folgt irgendwann der Zeitpunkt der Eröffnung.
Dafür hat der Moviepark Germany für geladene Gäste den roten Teppich ausgerollt und ein unvergessliches und glamouröses Event veranstaltet. Wenige Tage später öffneten sich dann für alle Gäste des Parks die Tore der Moviepark Studio Tour. Willkommen, was kann ich für Sie tun? Wir hätten eine Studiotour gerne gebucht. Ach so, ich schau mal eben. Auf welchen Namen? The Red Review. Mit IE? Nimm Y. Ja, ich sehe gerade Out of Lunch. Sie müssten jetzt eigentlich essen. Seth! Hallo! Ach, alles gut. Du kannst direkt mitmachen, wenn du willst. Nee. Savior, freust du dich? Immer. Ja, aber du weißt ja schon, was auf dich zukommt. Ein wenig, aber ich habe schon wieder vergessen. Ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis. Oh, so ein Kurzzeitgedächtnis. Mensch, mit denen wollen wir gar nichts zu tun haben. Deswegen geht's erstmal weiter. Oh, muss ich hier was einscannen? Alles klar, hat geklappt. So, darf ich mal ganz kurz hier vorbei? Ich zeig dir was ganz Wichtiges so hier. Das hier habe ich, das war meine erste Attraktion, die ich hier gebaut habe. Das war irre. Was die von uns wollten. Guck nochmal. Nee, ich habe noch Zeit, ein bisschen Drama reinzubringen, auf jeden Fall. Es ist blöd, wenn man in dem Moment dann aufguckt und plötzlich loslegen will und dann gucken einem beides an. Gib mir einen Moment. Ich muss mich kurz wiederfinden. Scheiß auf Viren. Hauptsache, ich sehe gut aus. Die erste actionreiche. Eine Kuh. Machen wir nochmal. Ich gehe zu lange drauf ein. So. Die Animation mit. Wie heißt das? Untergebracht. Ich will nur einen Bezug, dass er auch einmal drin vorkommt. Hallo. Hallo. Vielen guten Tag. Mein Name ist Andreas Kübler. Ich bin Mitgründer und. Er hat schon gewusst. Er wusste. Mein Gott, ich musste heute Morgen schon, wo ich das gerade sehe,
Ich denke so, was ist denn hier im Büro? Ne? Über so bin ich heute Morgen hier schon dreimal durch den Matsch gelaufen. Ne? Das ganze Büro war voll mit. Ich so, oh, jetzt muss ich erstmal saugen. Hallo, herzlich willkommen hier in unserer kleinen, schönen Show. Die wilde Farm. Leider beobachten uns alle gerade über die Überwachungskamera, weil die Attraktion für uns ausgestellt haben. Wir sitzen hier und filmen einfach mit einem riesen Kram. So, take care. So, weiter geht's. Weiter geht's. Das war uns wichtig, dass wir wirklich eine mehrebige. Ja. Nö. Ich kann das gerne machen, wenn du ein bisschen Drama brauchst. Drama ist ein Film. Dann kriegst du Drama. So, dann wollen wir doch mal. Jetzt packst du einen richtigen Tornado aus. Ja, jetzt kommt der Wirbelsturm. Zieht durch den ganzen Moviepark. Filmst du schon? Ja. Verdammt. So. Ist auch so geil. So, wir sparen auch an Strom. Mein Name ist Andreas Kübler, ich bin Mitgründer und der Komponist von Jonas Kübler. Mainz, auch du Uschi, die behalte ich jetzt hier. Als Motivation kriegst du noch so ein bisschen so Pompons in der Hand. Mit dem Schlag der Riss der Scheide, jetzt habe ich Scheide gesagt. Boah, bitte, das musst du rausnehmen. Nicht so ein bisschen, wir sind glaube ich, nee, das ist albern, scheiße, so ein bisschen. Entschuldigung. Boah, ich hätte vorher ein kleines Säckchen. Die Jessica hat mir mal Säckchen gebracht vorher. Entschuldigung, frag nochmal. So gut, ich weiß die Fakten, aber ich weiß nicht mal, wie ich den Satz anfangen soll. So, okay. Ein Hunding sind drei. Ja, Dennis, das ist gut, aber wenn du so lächelst, kann ich mich erst recht nicht konzentrieren. Okay, ja. Jetzt machst du auch noch. Uschi im Hintergrund. Ich guck dich leider gar nicht, ich guck einfach da hin. Ich guck einfach so da. Dann denkt er sich auch so, dass ich total beömmelt bin. So. Ist das jetzt so eine Interviewsituation? Ja, die. Achso, hast schon. Ich auch. Boah, der war schon mal gut, oder? Ja. Aber mach immer nur kurze Sätze. Ich bin nicht so. Ich schwafle dann immer weiter und dann komme ich ins Habern. Was denn? Mein Name ist Andreas Kübler. Ich bin Mitgründer und leitender Komponist. Das war ein bisschen peinlich. Ist die üben so die Sitze auf und gucken hier über die Überwachungsmonitor. Genau. Es tut mir einfach. Ah, schön. Ich meine, immerhin bin ich ja noch, ich war letzte Woche noch beim Friseur, ne? Also die Frisur ist ja noch halbwegs in Ordnung, ne? Es könnte deutlich schlimmer sein, ja, ja. Wir schaffen das. Macht mich halt so glücklich, dich zu sehen. Ja, ist schön. Ja, mich auch. Ich bin immer froh, wenn ihr hier seid. So. Es hängt wieder an, wie der auf der Bühne, wo ich nicht wusste, dass ich drankomme. Und dann stehst du auf dieser Bühne und alle gucken dich an und ich, was soll ich sagen? Vor allem stand Olli da die ganze Zeit und hat runtergegrenzt. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Hier, jetzt mach ich das. Ja, von der Seite ist es nicht schlimm. Frei im Raum herum, ne? Herum. Nee, komm, das wiederholen wir nochmal. Die chillt dann da und weiß nicht, was sie machen soll. Nochmal. Wow, das sieht ja aus wie bei Nachrichten irgendwo, ne? Ja, das ist geil. Ja. Mein Name ist Andreas Küper, ich bin Mitgründer und leitender Komponist bei IMAscore. So? Das war ein bisschen ernst, ne? Nee, also nein, also Andreas Küper fühlt sich nicht verantwortlich für diese Szene. Begleiterisch die Filmclub. Nee. Bischof, fang ich schon an. Shrine. Nein, dann gibt das wieder Ärger. Lauf da nicht drüber. Nein, mach ich nicht. Ibim. Hier soll eigentlich der Zug den falschen Weg nehmen, laut Sam. Und Sam ist hier auch... Aber das ist der richtige Weg, wir nehmen den falschen. Falschen, da habe ich gerade gemerkt. Und ab hier beginnt der Chaos. Gibt das Chaos, scheiße. Nochmal. Jetzt nochmal, das ist ja eigentlich die richtige Route, ne? Genau. Ja, was sagt man am Final? Ab hier beginnt der Ka... Ab hier... So geil. Ab hier haben wir ein Problem links. Ab hier haben... ab Peppers Ghost... ab hier Andreas Kübler nur das gemacht, was ihm gesagt worden ist. So? Ja, gut. Mein Gott, ey, das war schwierig jetzt. Das war so ein Blick. Das darfst du nicht sagen. Kauf die CD. Vielleicht ist sogar schon draußen, wenn das Video raus ist. Wann kommt das Video raus? Das dauert noch. Die Soundtrack-CD ist längst da, ist im Moviepark-Shop und im IMAscore Online-Shop. Challenge das Video vorher fertig zu kriegen. Ja! So, das war ein Abschlusswort. Moviepark Studios.
Nee, ergibt keinen Sinn, ne? Der Moviepark Studios, was haben die damit gemacht? So, Jung, jetzt hier, wir sind beim Set-Design. Hier siehst du, ist ein Tisch, ein Bildschirm drin, ganz popelig gebaut, eine IKEA-Lampe da drüber montiert und da blättert so ein ab und zu mal die Buffetkarte vom Von Helsings Club drüber, damit jeder weiß, was wir hier für Preise haben und das ist es eigentlich, ne? Aber warte, so ist meine schönere Seite. Jedes Mal. Das ist die Schokoseite. Nehmen wir die Schokoseite. Einfach mal. Andreas, es ist wichtig, es ist mir eine Herzensangelegenheit zu sagen. Nein. Andreas Kübler. Das sieht ja nicht mal so gut aus. Andreas Kübler. Andreas Kübler hat es alles designt. Ladies and Gentlemen, Boys and Girls. Geschrieben, natürlich noch, haben wir auch klassisch an einem. Schreibmaschine. Genau, schön, dass du mich die ganze Zeit, dass du mir die Wörter die ganze Zeit gibst. Beispiel, dass der Boss am Rauchen ist, er qualmt wirklich nicht wirklich. Wirklich nicht wirklich, Entschuldigung, das machen wir nochmal. Ja, bitte, wo treibt ihr euch rum? Ja, die ist gerade angekommen. Wir haben euch überall gesucht. Als ob. Wir machen mal weiter und die Mädels stehen im Regen. Und ich habe die Schokoseite drauf, ne? Ja. Wir haben nichts abgerissen. Nein. Umrissen? Nein, Quatsch, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Mach mal nochmal, weil ich habe jetzt gedacht, hier ist das Lustige. Ein Dispatch wird gedrückt. Ist das nicht lustig? Zwischen Andy und Sam aus, wo man dann... dieser letzte Satz. Ist auch traurig, wie der Sam alleine mit sich jetzt die ganze Zeit redet. Hey Leute, schön, dass ihr mal wieder nicht dabei seid. Sam steht für Self-Driving Automatisch... Automatisch! Sam? Sam steht für Self-Driving Automotive... Self-Driving Automotive? Wie sagen wir das? Wie sagen wir unsere, ich weiß mein... Self-Driving Automatic. Hat der Automatic gesagt? Nee, Self-Driving... So, das meinst du? Hey, ich bin Sam, der Self-Driving Automatic. Was sagt der denn? Die Reise, das war so gut! Deswegen weiß ich auch nicht... Was für eine Rolle. Manu, das geht so nicht. Du hast so perfektionistisch gearbeitet. Aber es kann ja in der Logik nicht sein, dass dieser schöne Eimer runtertropft und hier eine so eine schöne Fläche ergibt, aber hier doch ein Ritz ist. Wie ist das möglich? Das sehen wir morgen. Das müssen wir ändern hier. Ich bin nicht sauer. Ich bin enttäuscht.